So, hallo und herzlich willkommen zum Live-Webinar zur sicheren Kostenermittlung mit den BKI-Baukostendatenbanken. Mein Name ist Tabea Wessel, ich arbeite beim BKI seit circa 3,5 Jahren im Bereich Produktmanagement, Kostenplanung, bin auch für Webinare und Seminare zuständig, habe in Frankfurt Architektur studiert und danach 7 Jahre Berufserfahrung in Planungsbüros in England, Schottland und Deutschland gesammelt. Und ja, bin jetzt, wie gesagt, seit 3 Jahren beim BKI wieder zurück in Deutschland und ja, freue mich heute Ihnen die Anwendung der BKI-Baukostenfachbücher für den Neubau und den BKI-Kostenplaner vorstellen zu dürfen. So, ich fange an mit einer kurzen Vorstellung des BKI. Gefolgt von der Geschäftslogistik, der DIN-Normen, also DIN 276, DIN 277, gehe dann ein auf die Statistikbücher, gerade auch auf den Aufbau unserer Statistikbücher, gerade für den Neubau. Zeige auch ein Objektbeispiel im Vergleich zu dieser Statistik und danach gibt es dann eine kurze Kaffeepause, nachdem wir dann eine ganz kleine Aufgabe durchgerechnet haben. Und nach dieser 5-minütigen Kaffeepause würde ich dann in den Kostenplaner übergehen, stelle Ihnen dann so die verschiedenen Versionen vom Kostenplaner vor, die Grundfunktionen davon und werde dann mit dem Kostenplaner eine Kostensimulation zeigen, auch anhand des gleichen Objektbeispiels wie bei den Fachbüchern im ersten Teil. Und im Anschluss daran zeige ich dann noch die Funktionen des Mengenimports und unseren IFC-Mengenermittler und versuche dann, je nach übriger Zeit noch auf die ein oder andere Frage einzugehen, die hier im Chatfenster und im Fragenfenster vielleicht noch eingehen werden. So, das BKI, also das Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, wurde 1996 gegründet und zwar auf Anregung der Bundesarchitektenkammer von den 16 Länderarchitektenkammern. Und BKI besitzt zentrale Baukostendatenbanken, die Planer mit Informationen zu Baukostendaten bei deren Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unterstützt. Die Grundlage unserer Kostendatenbanken besteht aus unseren abgerechneten Bauvorhaben aus ganz Deutschland. Das heißt, dass uns Architektur- und Ingenieurbüros ihr Datenmaterial von abgerechneten Bauvorhaben zur Verfügung stellen. Und bekommen dafür natürlich auch eine Aufwandsentschädigung. Und diese uns gelieferten Projekte werden von unserer Datenbankabteilung nach den DIN-Normen geprüft, aufbereitet und bereitgestellt. Bis heute sind uns von über 1200 Büros abgerechnete Projekte geliefert worden. Unsere Baukosteninformationen werden dann in Form von den Fachbüchern, die wir gleich durchgehen, in Form von der Software, also von den Kostenplanern, die wir später durchgehen, und in Form von weiteren Dienstleistungen geboten. Weitere Dienstleistungen, zum Beispiel Auszüge oder die Suche nach geeigneten Einzelobjektdokumentationen oder auch unsere Fachhotline, bei der Sie jederzeit anrufen können, wenn Sie Fragen zur Kostenberechnung haben, also zur Kostenplanung haben und Fragen zu den DIN-Normen haben. So, wenn bei Ihnen später im Architekturbüro eine Kostenermittlung ansteht, können Sie in die BKI-Baukostendaten schauen, die Ihnen in unterschiedlicher Weise zur Verfügung stehen. Im Prinzip können Sie die Kostendaten in jeder Planungsphase als Werkzeug nutzen. Die Stärken liegen bei den Baukostendaten, aber eindeutig in den frühen Planungsphasen. Dazu eignet sich dann das Ganze nach der Struktur der DIN 276 zu machen, die ich gleich vorstellen werde. Wir haben eine Vielzahl von abgerechneten Gebäuden, die Ihnen nicht nur in Kostendaten, sondern auch Planungskennzahlen zu der jeweiligen Maßnahme geliefert werden. Und die Kostendaten unterstützen Sie dabei, bei der Kostenermittlung dann auch systematisch vorgehen zu können. Ja, genau. Dann stelle ich Ihnen einfach die DIN 276 mal vor. Sie sehen hier schon die Struktur eingeblendet. Die DIN 276 regelt die Kosten im Bauwesen und ist somit eine der wichtigsten technischen Regeln. Alle Beteiligten Ihres Bauprojekts können über die gesamte Lebensdauer des Bauwerks die DIN als Arbeits- und Informationswerkzeug nutzen. Und die DIN 276 kann bei der Projektentwicklung und bei der Finanzierung Ihres Projekts verwendet werden und auch bis über die Planung
und Ausführung bis zum Abbruch auch verwendet werden. Die DIN 276 gilt für die Ermittlung und Gliederung der Kosten im Hochbau. Sie beinhaltet 8 Kostengruppen, die Sie hier auf der ersten Ebene auch eingeblendet sehen. Diese 8 Kostengruppen stellen den Bauprozess wie in einem chronologischen Bauablauf ungefähr dar. Und zur weiteren Differenzierung erfolgt eine Untergliederung in die zweite Ebene. Hier werden die Kosten dann in Untergruppen zusammengefasst, die dann auch thematisch zusammenpassen. Bei vielen Aufgaben kann aber diese Unterteilung noch zu grob sein, sodass eine sogenannte dritte Ebene eingeführt wurde, in der die Leistungen, Konstruktionen oder Anlagen noch weiter unterteilt sind. Die dritte Ebene kann gerade im Neubau sehr gut als eine Art Checkliste bei der Objektplanung benutzt werden. Die DIN 276 definiert nicht nur die Inhalte der Kostengruppen, sondern macht auch allgemeine Aussagen zu Kostenermittlungen. Denn Kostenermittlungen können als Grundlage für die Kostenkontrolle dienen und somit für Planungsentscheidungen und Vergabeentscheidungen und auch für Ausführungsentscheidungen in denen auf jeden Fall. Sie sehen hier nochmals die zweite und dritte Ebene der Kostengruppen 300, also der Baukonstruktion. Diese Kostengruppen gehen mit der jeweiligen messbaren Größe in die Mengenvariablen der Kostenermittlung ein. Also der Kostenplanung ein. Das bedeutet, dass sich also geometrische Änderungen direkt in der Kostenermittlung auswirken. Und genau diese Kosten hier machen ja so bis zu 78% der Gesamtsumme der Kosten aus. Das heißt, dass eine korrekte Kostenermittlung eben nur über eine richtige Mengenermittlung erfolgen kann. In der dritten Ebene der Baukonstruktionen, also der Kostengruppe 300 gerade, werden im Wesentlichen dann die tragenden und nicht tragenden Teile unterschieden. Und bei den technischen Anlagen, also bei der Kostengruppe 400, werden die einzelnen Anlagen bzw. die Anlagenteile unterschieden. Und die Gliederung der DIN 276 ist wie eine Hierarchie aufgebaut. Das hat eben natürlich zur Folge, dass bei einem Wechsel der Hierarchieebene alle Kostengruppen der nächsttieferen Ebene unterhalb bearbeitet werden müssen, sodass sie für die nächsthöhere höhere Ebene eben addiert werden müssen. Hier ein Beispiel: in der dritten Ebene sind die Kosten enthalten für die Kostengruppen der 331 tragende Außenwände, 332 nicht tragende Außenwände sowie auch 333 die Außenstützen, 334 Außenwandöffnungen, 335 Außenwandbekleidungen außen, das Ganze für die 336 Außenwandbekleidungen innen, dann auch die elementierten Außenwandkonstruktionen in der Kostengruppe 337 und auch der Lichtschutz zur gesamten Kostengruppe 330. Also die Kostengruppe 338 und dann noch die Kostengruppe 339 Sonstiges zur Kostengruppe 330. In der Summe ergeben sich alle diese vorher genannten Kosten der Kostengruppe 330, also auf zweiter Ebene. Rechnen Sie also die 31 bis 39 zusammen, erhalten Sie dann insgesamt die Kosten für die Kostengruppe 330. So, dann stelle ich Ihnen die DIN 277 vor. Die aktuellste Fassung davon wurde in 2021 veröffentlicht. Der Titel der Norm wurde in Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau geändert. Bis dahin hieß es im Bauwesen und nicht im Hochbau. Es wurde geändert, weil die Norm ausschließlich für den Hochbau gelten soll und weitere Normenteile für andere Bereiche des Bauwesens in der DIN 277 nicht geregelt werden sollen. In der DIN 277 werden also die Flächen nach ihrer zugehörigen Nutzung unterteilt. Ein paar Flächen, die für den Bauantrag ermittelt werden, sind auch Bezugsgrößen für die DIN 276. Also zum einen die Bruttogrundfläche zum Beispiel, also kurz die BGF, werde ich später auch öfter wiederholen, den Begriff. Die BGF ist die Summe aller Grundrissflächen inklusive Keller, Garage und auch dem Dachgeschoss. Dann auch die Nutzungsfläche, kurz NUF oder NUF. Diese können zum Beispiel bei den Gründungs- und Deckenbelegen als Mengen bei der Kostenermittlung genutzt werden. Das werden wir später dann auch im Beispiel sehen. Und es wird hier noch unterschieden zwischen einem Regel- und einem Sonderfall der Raumumschließung. Der Regelfall der Raumumschließung, kurz R, und das bedeutet vollständig umschlossen.
Und dann der Sonderfall der Raumumschließung, kurz S, nicht vollständig umschlossen, also zum Beispiel Balkone, Dachterrassen, Außentreppen oder auch Loggien. Für die Abmessung der bebauten Fläche, kurz BF, sind die äußeren Maße der Baukonstruktion vom Bauwerk maßgeblich, auch so, wie sie wie bei der Bruttogrundfläche ermittelt werden. Demnach sind auch die Ermittlungsregeln für die unbebaute Fläche, kurz UF, wie sie für die bebaute Fläche gelten. Und somit wird die vereinfachte Ermittlung der Differenz der Grundstücksfläche, kurz GF, und der bebauten Fläche hier zugelassen. Und damit Ihnen eine größere Kostensicherheit erreicht werden, bei Ihnen eine größere Kostensicherheit erreicht werden kann, wird von BKI und auch seit neuestem von der DIN empfohlen, die Kostenermittlung jeweils eine Ebene tiefer zu erstellen, als es nach der alten DIN gefordert war. Und an dieser Stelle möchte ich zeigen, aus welchem Grund BKI bisher die Empfehlung ausgesprochen hat. Und zwar sehen Sie hier ein Beispiel auf der Folie und das zeigt genau, welchen Vorteil die Berechnung auf zumindest zweiter Ebene gegenüber der Berechnung mit der sogenannten Kubikmeterzahl bietet. Und zwar haben beide Gebäude den gleichen Bruttorauminhalt, also ca. 1200 Kubikmeter, haben aber unterschiedliche Mengen, gerade bei den Grobelementen, also bei der zweiten Ebene, die Sie hier eingeblendet sehen, gerade von der Kostengruppe 300, sehen Sie hier 320 bis 360 eingeblendet. Und diese jeweiligen Mengen der Grobelemente sind hier beispielsweise mal ermittelt worden und mit demselben Kostenkennwert dann multipliziert worden. Und Sie sehen, dass allein diese Differenz der Elementmengen bei dem rechten Objekt zu den dargestellten Mehrkosten führt. Hier wurde aber auch noch außer Acht gelassen, dass es bei den Kostengruppen der technischen Anlagen, also der Kostengruppe 400, es ebenfalls zu einer Kostensteigerung kommen würde, weil durch die veränderte Geometrie eben auch die BGF größer geworden ist. Und bei der Kostengruppe 400 basiert sich die DIN 276 auf der BGF. Die BKI-Baukostendaten werden einmal als statistische Kennwerte nach Gebäudearten und einmal als vollständige Einzelobjekte in Buchform herausgegeben. Dabei wird differenziert nach Neubau, Altbau, Innenräumen und Freianlagen. Bisher auch für energiesparendes Bauen, für Gebäudetechnik und dann auch für Sonderbände, wie zum Beispiel für kosteneffizienten Wohnungsbau oder auch den Holzbau. Und auch diese Bände werden alle paar Jahre weitergeführt, sobald es ausreichend neue Objekte in den jeweiligen Themen gibt. So, Sie sehen jetzt hier eingeblendet mal eine Übersicht unserer Fachbuchreihe BKI Baukosten, einmal für den Neubau und für den Altbau. Diese Fachbuchreihe enthält statistisch ausgewertete Kostenkennwerte. Die Buchreihe gibt es für Gebäude, für Bauelemente und für Positionen. Die Fachbuchreihe Baukosten besteht aus den 5 Teilen jeweils mit statistischen Kostenkennwerten. Einmal gibt es den Teil 1, den sogenannten Teil 1 Baukosten Gebäude Neubau. Dann gibt es den zweiten Teil Baukosten Bauelemente Neubau und den dritten Teil Baukosten Positionen Neubau. Das Ganze gibt es dann auch für Altbau, aber in 2 Fachbüchern. Einmal das Baukosten Gebäude Altbau, in dem die Bauelemente auch mit drinnen sind. Und dann den zweiten Teil Baukosten Positionen Altbau. Der Vorteil beim Einsetzen von statistischen Kostenkennwerten ist, dass man bei der BKI-Gebäudeart schnell einen Überblick über Planungskennwerte und Kostenkennwerte von unterschiedlichen Baumaßnahmen erhält und damit ein aufwendiges Suchen somit entfällt. Aber es ist trotzdem auch unerlässlich, dass sorgfältig hier geprüft wird, ob statistische Mittelwerte genutzt werden können oder ob nach oben oder nach unten angepasst werden muss. Die Fachbuchreihe enthält für die verschiedenen Stufen der Kostenermittlung unterschiedliche Tabellen und Grafiken. Das Buch Gebäude, also der Teil 1, beinhaltet Kennwerte zur ersten und zweiten Ebene der DIN 276 und eignet sich für den Kostenrahmen und die Kostenschätzung. Das Buch Bauelemente, also der zweite Teil, beinhaltet die dritte Ebene der DIN 276 mit Ausführungsarten und eignet sich für Kostenberechnungen und Kostenvoranschläge.
Und dann das Buch Positionen, also der Teil 3, beinhaltet Positionen gegliedert nach Leistungsbereichen für den Rohbau, für den Ausbau, Gebäude, Technik und Freianlagen. Und der Teil 3 eignet sich für Kostenanschläge. So, dann hier eine kurze Vorstellung des Teil 1, also Baukosten, Gebäudeneubau. Die statistischen Fachbücher enthalten jeweils die aktuellste statistische Auswertung unseres Datenbankmaterials. Das hier ist die jeweils erste Seite zur Darstellung der Gebäudearten. Sie zeigt die Kostenkennwerte der Bauwerkskosten in Bezug auf den Bruttoraumeinhalt, die BGF und die Nutzungsfläche und bei einigen Gebäudearten auch auf die Nutzeinheiten. Die Nutzeinheit würde dann, wenn Sie meine Maus sehen können, hier rechts stehen. Hier würde es dann nochmal ein Symbol dafür geben. Nutzeinheiten können sein zum Beispiel Arbeitsplätze bei Bürogebäuden oder bei Kindergärten, dann wie viele Kinder oder wie viel Euro pro Kind und zum Beispiel bei Theatern dann der Sitzplatz. Genau. Die Kostenkennwerte beinhalten dann auch immer die Mehrwertsteuer und sind auf einen einheitlichen Kostenstand, damit man eine Indexberechnung durchführen kann. Und die Kostendaten sind auf den Bundesdurchschnitt bezogen. Das erkläre ich auch später beides nochmal. In der Grafik darunter ist dann der Mittelwert und der sogenannte Streubereich für den Kostenkennwert der Stichprobe angezeigt. Das sehen Sie dann auch später, wenn ich die Buchseiten einblende bei der Aufgabe. Und ja, die Kostenkennwerte der Stichprobe, also das bedeutet, die Stichprobe ist die Auswahl der Vergleichsobjekte, der Referenzgebäude, die in dem Buch enthalten sind, die eben die Statistik bilden. Die nächste Seite der Darstellung der Gebäudearten beinhaltet die detaillierte Darstellung der Kosten bis zur zweiten Ebene. Und neben den Kostenkennwerten der Kostengruppen werden auch verschiedene prozentuale Verteilungen aufgelistet. Die sieht man hier auf der Abbildung rechts. Man erkennt hier also schnell, welche Kostengruppen besonders kostenintensiv sind und hier dann eben auch eine große Bandbreite aufweisen. Die dritte Seite der Darstellung der Gebäudeart zeigt die Verteilung der Kosten nach Leistungsbereichen. Für die Kostengruppen 300 und 400. Neben den absoluten Kostenkennwerten werden auch Prozentwerte angegeben. Diese ermöglichen nämlich dann eine Umverteilung, zum Beispiel also eine Budgetierung von den vorhandenen Kosten in Leistungsbereichskosten und in den Tabellen Kostenkennwerte für Leistungsbereiche sind dann nur die Leistungsbereichskosten in Prozentsätzen für die Kostengruppen 300 und 400 enthalten. Sie können die ermittelten Bauwerkskosten mit Hilfe der angegebenen Teilbudgets dann für einzelne Leistungsbereiche aufteilen. Sie sehen einen Ausschnitt der vierten Seite der Darstellung der Gebäudearten. Hier ist die statistische Zusammenfassung der Planungskennzahlen nach DIN 277 dargestellt. Die werden wir auch nachher anwenden in der Aufgabe, in dem kleinen Beispiel, was ich vorführen werde. Das heißt, Sie können also diese Planungskennzahlen nutzen, um Mengen für die zweite Ebene zu schätzen, bevor Sie die Mengen überhaupt selbst genau wissen. Aus der jeweiligen Stichprobe, also das heißt aus den Referenzobjekten, die in der jeweiligen Gebäudeart enthalten sind, wurden die mittleren Mengen der Grobelemente ermittelt und die Mittelwerte der Kostenkennwerte ausgewiesen. Wenn Sie die Mengen- und Kostenkennwerte mit Ihrem geplanten Projekt abgleichen, dann erhalten Sie schnell die ersten Kosten für Ihr Projekt. Hier geht es natürlich erstmal um die Kosten des Bauwerks, also Kostengruppen 300 und 400. Und ab der fünften Seite werden die Objekte dann vorgestellt, die in der jeweiligen Stichprobe enthalten sind. Wie bei den Objektdatenbüchern erhalten Sie hier auch Informationen zum Objekt in Form von Fotos, einer kurzen Beschreibung, Angaben zum Standort des Objekts sowie die verfügbaren Kosten zum Bauwerk. Und die Kostenkennwerte sind dann Orientierungswerte und können für die Prüfung bei Kostenberechnungen und Kostenanschlägen berechnet werden. Ich habe gerade gesagt, Objektdatenbände oder Objektdatenbücher, das sind nochmal weitere Fachbücher, die ich vorhin auch schon erwähnt hatte, die es für energiesparendes Bauen gibt, in den Sonderbänden gibt und auch für Freianlagen und für Gebäudetechnik gibt. Bei denen sind dann
die Einzelobjekte größer dargestellt, mit mehr Fotos, mit Zeichnungen, mit einer genaueren Beschreibung und dann die genauen Kosten der jeweiligen Kostengruppen genau ausgewiesen, sofern diese vorhanden sind. Und das ist dann das Gegenstück zu diesen Statistikbänden, in denen eben eine Statistik aus allen Referenzobjekten gebildet wird. Sie sehen nachher beide Beispiele, die ich dann auch nebeneinander mal stellen werde, damit Sie das gegenübergestellt sich mal anschauen können. Dann eine kurze Vorstellung unseres Teil 2, also Baukosten, Bauelemente, Neubau. Sie sehen die Übersicht der Kostenkennwerte der dritten Ebene für die jeweilige Gebäudeart. Bei der Anwendung der dritten Ebene ist bei Kostenermittlungen oder auch genannt Bauelementverfahren natürlich die Voraussetzung, dass genügend Planungsinformationen vorhanden sind, damit Sie die Qualitäten und Mengen von Bauelementen und Ausführungsarten ermitteln können. Die Kostenkennwerte der dritten Ebene dienen als sogenannte Orientierungswerte oder dienen für Kostenberechnungen, wenn diese schon in frühen Phasen notwendig sind. Und die Vorteile, die Sie daraus ziehen können, sind einmal, dass Sie daraus differenzierte Bauelementbeschreibungen haben und die genaue Ermittlung der entwurfsspezifischen Elementmengen und deren Kosten. Die Prozentanteile, die Sie in der Tabelle auf der rechten Seite sehen können, geben den durchschnittlichen Anteil der jeweiligen Kostengruppe an und also an der Kostengruppe, an den Kostengruppen 300 und 400 an. Und durch eben diese Prozentanteile können Sie erkennen, welche Kostengruppen kostenplanerisch relevant sind und dann daraus ziehen, bei welchen Kostengruppen zum Beispiel die Entwicklung von kostensparenden Alternativen Sinn machen würde. Um die Kostenkennwerte besser beurteilen und die Ausführungsarten voneinander abgrenzen zu können, wird der jeweilige technische Standard näher beschrieben, und zwar nach den Kriterien Konstruktion, nach Material, nach Abmessung und nach besonderen Eigenschaften. Diese Beschreibung zeigt Ihnen diejenigen Eigenschaften und Bauleistungen auf, die im Wesentlichen die Kosten der Ausführungsart von einem Bauelement bestimmen. Sie sehen also eine beispielhafte Übersicht von Ausführungsarten von Bauelementen, mit denen diese Ausführungsarten, mit diesen Ausführungsarten können Sie Ansätze für die Vergabe von Bauleistungen und für die Kostenkontrolle während der Bauausführung ermitteln. Und die Ausführungsarten lassen sich den Leistungsbereichen des Standardleistungsbuchs zuordnen und damit auch in eine Gliederung bringen. Und genau dafür sind eben hier die Kostenanteile der Leistungsbereiche in Prozent der jeweiligen Ausführungsart angegeben. Dann eine kurze Vorstellung des dritten Teils, also Baukosten, Positionen, Neubau. Das Buch Positionen gilt als Nachschlagwerk für die Ausschreibung und Vergabe mit Positionen zu mittlerweile 51 Leistungsbereichen. Hier werden alle Daten auf Basis unserer neu dokumentierten Objekte und somit neuer statistischen Auswertungen aktualisiert. Sie sehen einen Beispielauszug einer Tabelle von Positionen. Grundlage der Daten bilden statistische Analysen abgerechneter Bauvorhaben. Die Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt vom BKI bzw. von seinen Dokumentationsstellen ermittelt. Trotzdem sollten Sie als Planer eigenverantwortlich prüfen und zum jeweiligen Verwendungszweck entsprechend anpassen, denn die Daten gelten ja als sogenannte Orientierungswerte, einfach aufgrund der vielfältigen Kosteneinflussfaktoren. Diese Von-Bis-Werte, die Sie hier sehen, markieren aber wohlgemerkt keine absoluten Grenzwerte, also weder nach oben noch nach unten. Und auch die Minimal-Maximal-Werte sind nur ein Minimum oder auch nur ein Maximum der in der Stichprobe enthaltenen Werte. Das heißt, dass Sie diese Werte in der Praxis auch mal unter- oder überschreiten können. Und die Von-Bis-Preise wurden mit der sogenannten Standardabweichung ermittelt. Unsere Standardabweichung ist ein statistisches Verfahren, das aus dem kompletten Spektrum der Beispiel, also der Preisbeispiele, einen wahrscheinlichen Mittelbereich errechnet. Und Abweichungen vom Mittelwert nach oben sind bei Baupreisen wahrscheinlicher als nach unten. Daher werden die Standardabweichungen für Preise oberhalb des Mittelwerts getrennt von denen unterhalb des Mittelwerts ermittelt.
Die Preise stammen aus den Positionsdaten der datenliefernden Architekturbüros. Das BKI generiert aus den Preisen dieser Positionen die statistischen Kosten der Mustertexte. Und diese Texte wurden von Fachautoren geschrieben und von Fachverbänden der jeweiligen Bauberufe geprüft. Die Mustertexte wurden neutral ohne Hersteller- bzw. Produktnennung formuliert. Allerdings liegt die Überprüfung auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Regeln der VOB, also der Vergabe- und Vertragsordnung von Bauleistungen und bei den auch von den DIN-Normen liegt auf jeden Fall immer noch bei Ihnen. Die Fachverbände, die Sie hier sehen, nehmen die fachliche Prüfung der Mustertexte vor, prüfen aber nicht die Positionspreise. Grundlage der Positionspreise sind die BKI-Positionsdatenbanken. Die Kooperationspartner sind zum Beispiel die Bauwirtschaft Baden-Württemberg, der Bundesverband Metall, der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, der Bundesverband Farbegestaltung Bautenschutz, um nur ein paar hier zu nennen. Ja, und die Kostendaten können Sie anhand des sogenannten Baupreisindizes fortschreiben. Ja, dieser kann auf unserer Webseite www.bki.de gefunden werden. Das zeige ich Ihnen auch später nochmal bei der Aufgabe, wo Sie den finden und wie Sie diesen anwenden. Der Baupreisindex erscheint vierteljährlich immer nach Abschluss des jeweiligen Quartals. Der jeweils mittlere Monat des Quartals wird als Bezeichnung gewählt und der Index ist nicht als Prozentwert zu verstehen, sondern als eine Art Punktesystem. Das heißt, dass eine Fortschreibung immer anhand der vorgegebenen Formel ermittelt werden muss. Die Formel finden Sie dann auch auf gleicher Seite. Also die Kosten des zum Beispiel vorherigen Quartals werden multipliziert mit dem neuen Index und das Ganze wird dann geteilt durch den alten Index vom vorherigen Quartal und ergibt die Kosten für das aktuelle Quartal. Sie sehen hier eine konstante Steigerung zwischen 2015 und 2020. Als sich dann Mitte, Ende 2020 der Mehrwertsteuersatz gesenkt hat von 19% auf 16%, gab es dann diesen kleinen Einfall wieder, den Sie hier sehen. Und danach stieg es dann immer steiler an. Bis jetzt so die letzten Quartale, jetzt ist es wieder ein bisschen am Entspannen. Und wir sind natürlich wieder gespannt, wie sich das nächste Quartal dann auswirkt. So, ich hatte ja vorhin schon einen sogenannten Bundesdurchschnitt erwähnt. Die Kostenkennwerte, die wir herausgeben, sind auf einem Faktor von 1,0 gerechnet. Damit anhand eines sogenannten BKI-Regionalfaktors die Kostenermittlung an das jeweilige Planungsgebiet angepasst werden kann. Das heißt, man kann zuerst das Projekt so berechnen, als ob es nicht an seinem speziellen Bauort gebaut worden wäre, sondern an einem Bauort, der bezüglich seines Regionalfaktors genau dem Bundesdurchschnitt 1,0 entspricht. Und dann kann man das mit dem jeweiligen Regionalfaktor multiplizieren. Die Regionalfaktoren sind nicht nur als Liste, sondern auch als Landkartenposter in den Büchern enthalten. Auch diese Liste werde ich nachher nochmal einblenden, wenn wir unsere Aufgabe an einen regionalen Markt von einem Objekt anpassen möchten. Und dann sehen Sie nochmal, wie das Ganze angewandt wird. So, hier habe ich zum Vergleich die Übersicht der statistischen Werte der Gebäudeart Büro- und Verwaltungsgebäude mit hohem Standard gegenübergestellt mit einem Beispielbürogebäude mit hohem Standard. Links die statistischen Werte der Gebäudeart und rechts die Werte des Objektbeispiels. Das Ganze würde ich im Anschluss dann auch nochmal in PDF-Form gegenüberstellen, um auch Ebenen der DIN 276 im Vergleich zu zeigen. Damit Sie dann auch sehen können, wie liegt das Objekt in der Statistik und dann vielleicht zeige ich Ihnen auch gleich nochmal, wo in welchen Kostengruppen das Objekt vielleicht über oder unter der Statistik liegt, damit Sie sehen können, wie wichtig es ist, in jeder Kostengruppe immer den Kostenkennwert, den Sie anwenden möchten, zu plausibilisieren. Gerade auch anhand von Kostengruppenbeschreibungen können Sie dann oder auch anhand von Erfahrungswerten können Sie dann
überlegen, ob Sie den Mittelwert nehmen oder nach unten oder oben anpassen möchten. Ja, zunächst möchte ich aber mal anhand unseres Kostensimulationsmodells zeigen, wie Sie die Werte aus den Büchern anwenden, um eine Kostensimulation selbst zu erstellen. Denn nachher werde ich Ihnen das anhand der Kostenplaner-Software zeigen. Da die Software jedoch Mengen und Kosten automatisch im Hintergrund simuliert, möchte ich das mit Ihnen vorab sozusagen händisch durchgehen, damit Sie die Hintergründe, wo die simulierten Werte herkommen, verstehen. Denn ja, eine Software ist nur so gut wie ihr Anwender und oft verliert man bei der Arbeit mit dem Computer die Übersicht. Man darf einer Software nicht immer blind vertrauen und muss alles nochmals selbst überprüfen. So ist es ja auch, wenn Sie mit CAD zeichnen. Das passiert ja auch, also da passiert es ja auch mal. Das, was im Hintergrund passiert oder das, was eventuell nicht richtig ist, was Sie aber, wenn Sie es per Hand gezeichnet hätten und demnach dann auch selbst darüber nachgedacht hätten, dann vielleicht auch direkt richtig gemacht hätten. Und daher sind menschliche Erfahrungswerte auch immer noch besser als eine Simulation. Und genau, ja, dann so viel erstmal zu dem Theorievortrag. Dann gehen wir jetzt zum praktischen Teil über. Und zwar blende ich jetzt das sogenannte Kostensimulationsmodell ein, das ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Das ist eine Excel-Tabelle, die schon so angelegt ist, dass Sie diese mit den Werten aus dem Buch ausfüllen können. Hier gibt es ein Tabellenblatt zur zweiten Ebene und ein Tabellenblatt für die erste Ebene. Ich würde mit Ihnen gerne die zweite Ebene zuerst durchrechnen. Da rechnen wir nämlich die Bauwerkskosten aus, die Kostengruppen 300 und 400, die ja den größten Teil der Gesamtkosten ausmachen. Und wenn wir diese auf zweiter Ebene berechnet haben, übernehmen wir diese für die erste Ebene und rechnen dann die anderen Kostengruppen aus, passen das Ganze dann auch noch an den regionalen Markt an, passen das Ganze mit dem Baupreisindex an den aktuellen Stand an und geben dem Ganzen vielleicht auch noch eine Prognose bis zur Vergabe. Genau, ich möchte auf zweiter Ebene anfangen, weil, wie gesagt, die Bauwerkskosten machen den größten Teil aus und ja, je tiefer wir, also auf der tiefsten Ebene wir das machen, desto detaillierter und akkurater werden dann die Kosten auch werden. Und ja, ich versuche jetzt mal, das Ganze nebeneinander zu stellen und trotzdem noch die Fragen, falls es dann welche geben sollte, noch sehen zu können. Bisschen schwer auf einem Bildschirm, aber ich hoffe, Sie können das Ganze dann trotzdem noch groß genug sehen. Dazu blende ich jetzt einen Auszug aus unseren Fachbüchern, also aus unseren Statistikfachbüchern ein, und zwar erstmal vom Teil 1. Ich hoffe, es ist groß genug, damit Sie das sehen können. Und zwar ist das hier ein Auszug der Gebäudeart Büro- und Verwaltungsgebäude hoher Standard. Ich hatte ja vorhin schon Auszüge davon in den Theorievortrag eingeblendet. Hier ist also die erste Seite einer solchen Gebäudeart. Und auf der zweiten Seite finden wir dann Kosten, Kennwerte für die erste und zweite Ebene sowie auch die Leistungsbereiche und dann auf dieser Seite die Planungskennwerte, die wir dann auch gleich anwenden werden. Und ich hoffe, Sie können das alles gut sehen. Also, wir nehmen jetzt das Kostensimulationsmodell und arbeiten jetzt die Kostengruppen der zweiten Ebene für die 300 und 400er durch und brauchen hier dann zunächst in Spalte C, Zeile 5, unsere BGF, also unsere Bruttogrundfläche. So, dazu öffne ich mal ein Beispielobjekt, das Sie auch gerade schon gesehen hatten. Und zwar ist es dieses Beispielobjekt. Hier steht dann auch direkt auf der ersten Seite ganz links die BGF von 1784 Quadratmetern, die wir in das Kostensimulationsmodell übernehmen können. So, und jetzt nehmen wir unsere Planungskennwerte zur Hand aus dem Teil 1.
Und zwar auf der, ich meine, es ist die vierte Seite der Gebäudeart 1, 2, 3, 4, genau. Planungskennwerte für Flächen und Rauminhalten nach DIN 277. Und hier sehen Sie jetzt für die Grundflächen, zum Beispiel die Nutzungsfläche, die Nettoraumfläche, die Konstruktionsgrundfläche und die Bruttogrundfläche unter anderem Planungskennwerte, die Sie anwenden können, um die jeweils andere Menge der Fläche zu errechnen. Wenn Sie eine gegeben haben, können Sie dann diese Planungskennzahlen anwenden. Das Ganze können Sie dann für den Bruttorauminhalt in Bezug auf die Nutzungsfläche und auch in Bezug auf die Bruttogrundfläche machen. Dann auch für die Nutzeinheit das Ganze, sollte Ihre Gebäudeart auch eine Nutzeinheit angegeben haben. Dann auch könnten Sie das Ganze nochmal für lufttechnisch behandelte Flächen vornehmen. Was uns jetzt aber interessiert, ist diese untere Tabelle und zwar für die Kostengruppen der zweiten Ebene der Kostengruppe 300, also für das Bauwerk Baukonstruktion. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wo ist hier die vierte Ebene? Die brauchen wir nicht, weil wir für die vierte Ebene nach DIN für die Kostengruppe 400 nach DIN 276 uns auf die Bruttogrundfläche beziehen. So, für die Kostengruppe 300, die zweiten Ebenen, haben wir hier jetzt auf der rechten Seite, also in diesem braun hinterlegten Bereich, in diesem hellbraun hinterlegten Bereich, die Planungskennwerte für Menge pro Bruttogrundfläche. Hier zum Beispiel haben wir für die Kostengruppe 310, also für die Baugrube, haben wir einen Von-Wert von 0,82, einen Mittelwert von 1,03 und einen Bisswert von 1,42. Und das Ganze können wir jetzt in unsere Excel-Tabelle übernehmen. Und zwar Kostengruppe 310, Baugrube. Hier beträgt der Planungskennwert, den wir übernehmen möchten, jetzt 1,03. Ich würde sagen, für die Aufgabe, die ich vorführe, nehme ich jetzt immer die Mittelwerte. Wenn Sie das Ganze dann selber im Büro machen oder für eine Aufgabe an der Uni, dann immer auf jeden Fall plausibilisieren, welchen Wert Sie hier am besten nehmen sollten. Wie gesagt, ich nehme hier jetzt einfach mal die Mittelwerte für diese Aufgabe. So, und was ist hier jetzt passiert? In der nächsten Spalte hat sich direkt ein neuer Wert aufgetan. Und zwar haben wir jetzt unsere Bruttogrundfläche multipliziert mit dem Planungskennwert und haben somit eine Schätzung für die Menge der Baugrube erhalten. Und zwar anhand des statistischen Mittelwerts und der Bruttogrundfläche. Und zwar sind hier rausgekommen 1.838 Kubikmeter. Wir können entscheiden, ob wir auch mit diesem Mengenwert weiterarbeiten möchten. Und zwar wird nämlich weitergerechnet anhand der Spalte F. Hier können wir jetzt nämlich entweder genau diesen Wert auch übernehmen, wir können ihn runden oder wir sagen, wir wissen hier sogar mittlerweile im Laufe des Projekts auch schon eine genauere Menge dafür, weil wir das vielleicht skizziert hatten, ein paar Maße auch schon bekommen haben. Für den Fall würde ich jetzt aber sagen, übernehme ich den Wert gerundet, 1840 Kubikmeter. Und dazu brauche ich jetzt nur noch einen Kostenkennwert aus dem Buch. Ich suche das mal hier. Das alles passend, ja, nicht ganz, aber sonst wird das Buch etwas kleiner. Ich hoffe, Sie können es trotzdem noch lesen. So, den Kostenkennwert finden wir jetzt wieder auf einer anderen Seite und zwar auf der, ja, auf der zweiten Seite dieser Gebäudeart und zwar hier Kostenkennwerte für die Kostengruppen der zweiten Ebene. Das hier ist dann die zweite Ebene dargestellt und hier sehen wir schon die Kostengruppe 310 Baugrube hat hier einen Von-Wert von 48 Euro pro Kubikmeter, einen Mittelwert von 95 Euro und einen Bisswert von 145 Euro. Ich übernehme mal den Mittelwert von 95 Euro. Und jetzt hat sich in Spalte H wieder ein neuer Wert aufgetan. Und zwar, was ist jetzt passiert? Jetzt hat sich unser gewählter Mengenwert multipliziert mit dem gewählten Kostenkennwert. Und somit haben wir hier jetzt schon Kosten für unsere Kostengruppe 310 ermittelt, beziehungsweise geschätzt von 174.800 Euro. Das Ganze können wir jetzt für die ganzen anderen Kostengruppen vornehmen. Dazu gehen wir wieder zu den Planungskennwerten, gehen hier wieder in den braun hinterlegten Bereich, Kostengruppe 320 Gründung,
Hier ist der Mittelwert bei 0,34. Und wenn ich diesen übernehme, multipliziert sich der mit der Bruttogrundfläche und ergibt 600 Quadratmeter Gründungsfläche. Diese runde ich auch mal auf 605. Und damit ich jetzt nicht zwischen den Seiten die ganze Zeit hin und her springen muss, übernehme ich jetzt einfach für alle Kostengruppen die Folgen noch den Planungskennwert und dann machen wir im Anschluss den Kostenkennwert für die Kostengruppen. So, für die Kostengruppe 330 Außenwände haben wir einen Mittelwert von 0,86. Für die Kostengruppe 340 Innenwände haben wir einen Mittelwert von 0,79. Einen Wert von 0,65 haben wir dann für die Kostengruppe 350 Decken. Und für die Dächer, Kostengruppe 360, haben wir einen Mittelwert von 0,4. Jetzt haben sich hier in Spalte E wieder unsere Mengenwerte simuliert, die wir dann gleich auch noch gerundet übernehmen können. Hier machen wir 1535 draus und hier 1410. Diesen Wert übernehmen wir direkt und hier übernehmen wir 715. Für die Kostengruppe 370 Infrastrukturanlagen, hier brauchen wir, haben wir keine Maßnahmen oder noch wissen noch nicht, ob wir hier was machen müssen. Deswegen lassen wir das jetzt auch leer. Auch im Buch finden wir dazu nichts, da uns da die Werte nicht vorliegen dafür. Für die gewählten Kostenkennwerte gehen wir jetzt wieder auf die Seite der Kostenkennwerte für die Kostengruppen der zweiten Ebene. Und jetzt übernehme ich hier den Kostenkennwert von 616 Euro für die Kostengruppe 200. Für die Kostengruppe 330 übernehme ich dann den mittleren Wert von 1079. Für die Innenwände übernehme ich den Wert von 518. 601 für die Decken. Und 762 für die Dächer. Für die Kostengruppen 380, 390 müssen wir keine Menge ermitteln. Die beziehen sich nach der DIN auf die Bruttogrundfläche. Und daher brauchen wir hier nur den Kostenkennwert. Und zwar 37 für die Kostengruppe 380 baukonstruktive Einbauten. Und 166 für die sonstigen Maßnahmen bei der Baukonstruktion. Somit haben sich in Spalte H jetzt die Kosten simuliert für diese jeweiligen Kostengruppen und in der Zeile 14 auch schon direkt aufsummiert. Und somit haben wir jetzt recht schnell für unsere Kostengruppe 300 einen Wert geschätzt und zwar von 4.538.267 Euro. Das Ganze können wir jetzt auch für die Kostengruppen auf zweiter Ebene der Kostengruppe 400 machen, also für das Bauwerk technische Anlagen. Dazu können wir auf der Seite bleiben, denn wie vorhin erwähnt, beziehen wir uns hier auf die Bruttogrundfläche. Für die Kostengruppe 410 ist der Mittelwert 85 Euro, 181 Euro für die Wärmeversorgungsanlagen, 170 Euro für die raumlufttechnischen Anlagen, für die elektrischen Anlagen 252, dann für die Kostengruppe 450 haben wir 95 Euro als Mittelwert. Für die Förderanlagen Kostengruppe 460 haben wir einen Mittelwert von 42 Euro. Für die nutzungsspezifischen bzw. verfahrenstechnischen Anlagen haben wir einen Mittelwert von 78. Oder bin ich jetzt, ja genau, ich bin verrutscht, so schnell kann es gehen, deswegen immer auf jeden Fall nochmal plausibilisieren und anpassen. Und dann für die Kostengruppe 480 haben wir den Mittelwert von 78 Euro und 7 Euro für die sonstigen Maßnahmen für technische Anlagen. In Spalte H hat sich das Ganze jetzt wieder errechnet und zwar ist hier gerechnet worden, der gewählte Mengenwert
also in unserem Fall die Bruttogrundfläche natürlich, mit dem gewählten Kostenkennwert multipliziert worden, ergibt hier das Ergebnis der jeweiligen Kostengruppe und hat sich in Zeile 24 dann aufsummiert zu 1.643.064 €. Zählen wir Kostengruppen 300 und 400 zusammen, erhalten wir in Zeile 25 dann einen Gesamtwert für die Bauwerkskosten von 6.181.331 €. Und mit diesen Werten können wir jetzt weiterrechnen und einen ersten Kostenrahmen für unser Projekt schätzen, für die 8 Kostengruppen der ersten Ebene. Dazu übernehme ich jetzt den Summenwert der Kostengruppe 300 und kann den auch direkt bei der ersten Ebene schon mal eingeben. Natürlich möchte ich die Zahlen rüber kopieren und nicht die Formel. Und das Ganze mache ich dann auch für die Kostengruppe 400. Und habe hier schon mal meine Bauwerkskosten drin stehen. Jetzt brauche ich nur noch für die anderen Kostengruppenwerte. Das Grundstück hat der Bauherr vielleicht schon erworben oder vielleicht auch geerbt. Im Kostenplaner nachher zeige ich Ihnen noch, wie Sie Grundstückswerte, also Orientierungswerte für Grundstückswerte recherchieren können. Hier lassen wir es erstmal weg und konzentrieren uns auf die Kostengruppe 200 vorbereitende Maßnahmen. Und zwar haben wir hier noch einen Mengenwert, den wir einzupflegen haben, und zwar die Grundstücksfläche. Die finden wir jetzt wieder hier in der Einzelobjektdokumentation. Und zwar, wenn ich dann die Zeichnung überspringe und auch die Objektbeschreibung, finde ich hier meine Planungskennwerte für Flächen- und Rauminhalte und sehe hier, dass ich eine Grundstücksfläche von 1490 Quadratmetern habe. Diese gebe ich dann direkt hier ein und darf jetzt einen Kostenkennwert für die Kostengruppe 200 auswählen. Dazu muss ich natürlich wieder zurück ins Buch. Und zwar auf der gleichen Seite Kostenkennwerte für die Kostengruppen der ersten Ebene. 200 vorbereitende Maßnahmen, habe ich hier einen Mittelwert von 132 € pro Quadratmeter Grundstücksfläche und gebe den dann auch direkt hier ein. Und automatisch haben sich hier jetzt die beiden multipliziert und schon mal die Kosten für die Kostengruppe 200 geschätzt, und zwar 196.680 €. Das darf ich jetzt auch für die Kostengruppe 500 machen, also für die Außenanlagen und Freiflächen. Auch hier brauche ich eine Außenanlagenfläche. Dazu schaue ich mir mein Objekt nochmal an. Und zwar würde ich mich hier einfach an der unbebauten Fläche orientieren, die 1042 Quadratmeter beträgt. Und wenn ich ins Buch schaue, für die Kostengruppe 500 habe ich einen Mittelwert von 400 € pro Quadratmeter. Und komme somit auf 416.800 € für meine Außenanlagen und Freiflächen. Für die Ausstattungen und Kunstwerke, also Kostengruppe 600, beziehe ich mich wieder auf die Bruttogrundfläche und habe hier einen Kostenkennwert von 122 €. So, jetzt sehen Sie hier in Spalte F wieder die Summen der jeweiligen Kostengruppen und in Zeile 13 die Summe aller 700, also aller 7 Kostengruppen. Und zwar sind das jetzt 8.817.408 €. Jetzt muss ich das Ganze aber noch indizieren. Und zwar möchte ich das Ganze an meinen regionalen Markt anpassen. Jetzt schaue ich mal, wo steht das Vergleichsobjekt, und zwar im Stadtkreis Schwerin. Und dazu schaue ich wieder ins Buch, und zwar in dieses Buch. Und da habe ich jetzt auch extra einen Auszug nochmal generiert, damit wir nicht 1000 Seiten überblättern müssen. Habe ich hier eine extra PDF gemacht, und hier sehen Sie jetzt nämlich die Listendarstellung unserer Regionalfaktoren, die in jedem Fachbuch mit dabei ist. Und jetzt suchen wir nach dem Stadtkreis Schwerin. Hier haben wir ihn, und der Regionalfaktor beträgt 1,062. Und diesen multipliziere ich jetzt mit meinen Gesamtkosten,
gebe den hier in die Zelle ein, und zwar war das 1,062. Auch hier wieder ein Tippfehler, genau deswegen ist es so wichtig, immer alles nochmal zu plausibilisieren. Und was ist jetzt passiert? Jetzt haben sich meine Gesamtkosten multipliziert mit meinem Regionalfaktor und jetzt komme ich nämlich sogar schon auf 9.364.087 Euro. Und Sie sehen, wie wichtig es ist, das Ganze an den regionalen Markt anzupassen. Vielleicht gerade auch, wenn Sie in München etwas planen. Vielleicht ist es für Sie ganz interessant, wenn ich Ihnen mal den Regionalfaktor für München zeige. Da ist das M, kein Moment, München. Hier, München Stadt, 1,549. Also das sind jetzt knappe 55% über dem Bundesdurchschnitt. Natürlich haben wir auch Werte, die unter dem Bundesdurchschnitt liegen, wie hier zum Beispiel Kaiserslautern liegt bei 0,974. Und Sie sehen, was das für ein Riesenunterschied ist der beiden Städte. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie hier bei Ihren Gesamtkosten nicht einfach aufhören, sondern das Ganze noch indizieren. Und natürlich möchten Sie das Ganze jetzt auch an den aktuellsten Kostenstand anpassen. Wir hatten vorhin den Baupreisindex in der Theorie gehabt. Und zwar müssen wir jetzt erstmal wissen, von wann sind diese Kostenkennwerte, die wir hier aus dem Buch haben. Es steht im Buch immer auf der untersten Seite, rechts unten in der Fußzeile, Kostenstand erstes Quartal 2023. Auch hier steht nochmal Bundesdurchschnitt und inklusive 19% Mehrwertsteuer, damit Sie immer auf jeden Fall Bescheid wissen. Und jetzt möchten wir das Ganze hier anpassen. Und zwar brauchen wir dazu die BKI-Webseite. Vielleicht sollten wir es auch direkt richtig schreiben. Und wenn wir jetzt, ich mache das mal ein bisschen größer, wenn wir jetzt auf BKI gehen, Baupreisindex, sehen wir hier eine Tabelle der letzten Quartale. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal für unsere Formel der Fortschreibung von Kosten den Baupreisindex von dem Stand des Buches, erstes Quartal 2023, hat noch betragen 158,9. Das gebe ich hier ein, damit das nachher in der Formel berücksichtigt wird. Und jetzt brauche ich meinen Kostenstand vom vierten Quartal 2023, denn das erste Quartal 2024 ist ja noch nicht rum und somit gibt es auch noch keinen Baupreisindex. Den wird es dann wahrscheinlich Anfang Mitte April geben. So, und jetzt brauche ich meinen aktuellen Index und der liegt bei 161,3. Und jetzt kann ich die Tabelle auch wieder ein bisschen größer machen, damit Sie das wieder sehen können. Und jetzt, dadurch, dass ich das auf den aktuellen Kostenstand angepasst habe, liege ich jetzt schon wieder bei 9.505.521 Euro. Bis wir das Projekt vergeben, beziehungsweise bis wir anfangen zu bauen könnten, wer weiß, bis zu 9 Monate vergehen. Und in den 9 Monaten wird sich dann wieder etwas getan haben. Das können wir aber nicht vorhersagen. Wir können aber vielleicht unsere Kollegen fragen, die damit vielleicht schon ein bisschen Erfahrung haben, oder können uns die Entwicklung des Baupreisindizes der letzten Quartale, vielleicht der letzten 3 anschauen, können uns dadurch einen Durchschnittswert, einen prozentualen errechnen oder gehen generell immer von 10% oder 15% aus. Ich habe manchmal Leute in der Beratungshotline, die sagen, wir schlagen immer 10% oder 15% drauf. Aktuell gibt es große Meinungsverschiedenheiten. Es gibt tatsächlich einige Planer, die davon ausgehen, dass der nächste Index gefallen dann ist. Kann man alles nicht vorhersagen. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal von einem Bauchgefühl aus. Das ist immer unterschiedlich. Ich gehe jetzt mal von 7% aus. Und somit das müssen wir natürlich auch mit unserem Bauherrn genauestens abklären, wie schwierig es ist, für uns eine Prognose darzustellen. Aber wir gehen mal von 10.170.907 Euro aus bis zur Vergabe. Ja, und somit haben wir unseren ersten Kostenrahmen geschätzt, den wir mit dem Bauherrn durchgehen können und schauen können, ob das für ihn in Ordnung ist oder ob er sein Projekt anpassen muss, um Kosten einzuhalten.
So, jetzt sind wir hier mit dem Theorieteil durch und auch mit dieser ersten Aufgabe, also mit dem Kostensimulationsmodell. Ich schaue mal, ob es vielleicht sogar schon Fragen gibt. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, bis es 17 Uhr ist. Ich würde sagen, wir machen noch jetzt kurz ein paar Fragen und dann machen wir 5 Minuten Pause und machen um kurz nach weiter. Jetzt schaue ich erstmal, ob schon Fragen gestellt worden sind. Genau, ja. Wie wird die BGF berechnet? Also für die BGF werden alle Grundrissebenen addiert. Dazu gehören jetzt aber keine Dachflächen, also keine nicht nutzbaren Dachflächen oder auch keine konstruktiv bedingten Hohlräume. Also die gehören nicht dazu. Also wirklich die wirklichen Flächen der Grundrissebenen werden summiert und bilden dann somit die Bruttogrundfläche. Genau. Was haben wir noch für Fragen? Gehören Flure zur Verkehrsfläche? Ja, eigentlich schon. Allerdings gibt es da auch manchmal so Sonderfälle, wie zum Beispiel, manchmal haben Sie ja ein offenes Wohnzimmer, also eine Diele auch, wo dann der Flur Teil von diesem Wohnraum ist. Und so ein Bereich wäre dann Teil der Nutzungsfläche. Aber ja, eigentlich gehören Flure zur Verkehrsfläche. Genau. Was haben wir noch? Fragen? Wie kommt der Regionalfaktor zustande? Haben wir noch. Und zwar der Regionalfaktor wird in Zusammenarbeit mit den Baugenehmigungen, also mit den Bauämtern zusammen errechnen. Also wir errechnen den Regionalfaktor, nutzen aber die Daten, die bei den Bauämtern eingegangen sind, von den verschiedenen Stadt- und Landkreisen, errechnen dann dadurch einen Durchschnitt. Da kommen dann so viele zusammen, dass man dadurch dann auch tatsächlich eine Statistik bilden kann, auch wenn das dann vielleicht auch erstmal in einem Bauantrag steht und dann nicht die realen Kosten am Ende sind aber trotzdem die Schätzungen dann doch so gleich oder so marginal unterschiedlich, dass dadurch eine Statistik gebildet werden kann. Und genau somit ergibt sich der Regionalfaktor. Genau, ja, Sie dürfen natürlich gerne auch Fragen privat schicken. Ich muss immer nur schauen, dass ich die Übersicht auf jeden Fall behalte. Und dann haben wir noch eine Frage: Sind die Werte brutto oder netto? Wie schon gesagt, die Werte sind in brutto gerechnet. Das sehen Sie immer auf der unten, auf jeder Seite im Fachbuch unten in der Fußzeile, hier inklusive 19% Mehrwertsteuer. Wann verwenden wir andere Werte als die mittleren, ist hier noch die Frage. Ich hoffe, ich habe keine Fragen übersehen. Wann verwenden wir andere Werte als die mittleren Werte? Ja, also wenn Sie können sich natürlich bei den Kostenkennwerten auch von den jeweiligen Objekten die Kostengruppenbeschreibung durchlesen und schauen, wie kommt dieser statistische Wert zustande, vergleichen das mit Ihrem eigenen Projekt. Wenn Sie da in der jeweiligen Kostengruppe schon wissen, was für Maßnahmen oder was für Materialien, was für Arten, wie wird das ausgeführt, wo kommt es her, welchen Standard hat es, dann können Sie sagen, Sie müssen hier den Wert nach oben oder nach unten anpassen, je nachdem. Dann auch nach Erfahrungswerten auf jeden Fall den Wert anzupassen, je nachdem, was eben in der Kostengruppe so an Maßnahmen gemacht wird. Das Fenster ist leider sehr klein für die Fragen. Ich versuche es auf jeden Fall, dass ich nichts übersehe. Genau, und jetzt haben wir sogar auch schon 17 Uhr. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine 5-minütige Kaffeepause. Dann schaue ich, dass ich die Fragen mir alle noch aufschreibe, dass ich später nochmal auf die eingehen kann. Und zur Not dann auch per E-Mail im Nachgang. Und genau, dann würde ich sagen, kurze Kaffeepause. Und in 5 Minuten machen wir dann weiter.
So, wenn Sie auch schon wieder da sind, kann ich direkt schon auf eine Frage eingehen, die ich eben noch übersehen hatte. Und zwar war die Frage, gibt es Projekt- bzw. objektbezogene Kostenkennwerte der zweiten Ebene oder nur die Kostenkennwerte des Bundesdurchschnitts? Also es gibt auch objektbezogene Kostenkennwerte, die können Sie bei uns gerne anfordern. Zum einen können Sie die sowieso im Kostenplaner nachschauen. Zum anderen können aber bei uns auch Einzelobjektdokumentationen erworben werden, wie zum Beispiel dieses eingeblendete Einzelobjekt hier. Das können wir so generieren, dass es ausgedruckt wird, wie als wäre es an seinem eigenen Bauort gebaut worden, also mit seinen realen Werten, anstatt das Ganze auf den Bundesdurchschnitt zu rechnen. So können wir das natürlich auch ausgeben und Ihnen zukommen lassen. Aber auch im Kostenplaner ist es auf jeden Fall möglich, die Objekte mit dem regionalen Faktor anzeigen zu lassen. So, und zwar möchte ich jetzt gerne den Kostenplaner zeigen. So, den sehen Sie jetzt hoffentlich direkt. Also das hier, Sie sehen hier die Startseite, beziehungsweise den Startbildschirm. In dem oberen Bereich sind die drei Einstiegsmöglichkeiten Statistik, Statistik Plus und Recherche. Und auf die Unterschiede der Version gehe ich auch gleich ein. Zunächst in der Ecke oben rechts sehen Sie übrigens die Versionsnummer und die darunter die jeweils freigeschaltete Version. In meinem Fall ist es die Version Statistik Plus mit Positionen, also mit dem Zusatzmodul Positionen. Und in der Testversion sehen Sie dann die verbleibenden Testtage und einen Link zu einem Freischaltungsformular, mit dem Sie die Software dann als Studentenversion kostenfrei freischalten können. Im Bereich unten rechts finden Sie Links zum Beispiel zu einem Überblick der neuen Funktionen, zur Hilfe-Hotline und zu Seminaren und weiteren Produkten des BKI. Und im linken unteren Bereich können Sie Ihre zuletzt bearbeiteten Projekte öffnen. Sie können erkennen dabei, mit welcher Programmversion diese Projekte bearbeitet wurden. Jeweils dunkelblau für Statistik Plus und hellblau für die Version Statistik. Und genau hier gibt es dann auch noch mal eine Anleitung zur Freischaltung. Da brauchen Sie dann nämlich die Anwendernummer aus dem Programm, erhalten dann dafür also eine Freischaltnummer von uns und können dann das Programm freischalten. So, dann jetzt zu den drei Versionen. In der Version Recherche können Sie die BKI-Baukostendatenbanken nach BKI-Gebäudearten oder Referenzobjekten durchsuchen. Durch die Suche können Sie sich einen schnellen Überblick zu den Vergleichskosten verschaffen. Hier werden keine Kostenpläne angelegt, sondern hier wird recherchiert. Das eignet sich zum Beispiel für frühe Planungsüberlegungen der Kostenprüfungen von Behörden oder ja, genau, für einfach einen schnellen Überblick mit dem Bauherrn zusammen, wie viel denn so ungefähr die Gebäudeart seiner Vorstellung kosten würde. In der Statistik können Sie Kostenpläne auf Basis der BKI-Gebäudearten erstellen und mit der Statistik Plus erhalten Sie dann einen erweiterten Umfang dazu. Und zwar im Vergleich zur Statistik können Sie professionelle Kostenpläne auf Basis von individuell zusammengestellten Vergleichsobjekten erstellen und sie ermöglicht Ihnen auch dann die Untergliederung der DIN 276 in einzelne Bauteile und Positionen und Ausführungsarten. Und mit Erwerb der Statistik Plus haben Sie dann auch gleichzeitig die Versionen Statistik und Recherche natürlich mit dabei und haben dann auch die CAD-Schnittstelle dazu. Und mit der Statistik Plus kann dann auch das Zusatzmodul der Positionen mit verwendet werden. Genau, dann lege ich jetzt einfach mal einen Beispielkostenplan an. Und zwar mit der Version Statistik Plus. Denn ich möchte jetzt später noch zeigen, wie eine Stichprobe passend für das eigene Projekt adaptiert werden kann. So, jetzt öffnet sich aber erstmal das Fenster zur Anlage eines Kostenplans. Hier gebe ich im ersten Register Folgendes ein, und zwar einfach mal einen Dateinamen, und zwar vielleicht gerade Bürogebäude in der Musterstraße.
Und mit Klick auf die Schaltfläche beim Verzeichnis kann ich dann den Dateipfad meines Projektordners angeben, damit der Kostenplan dann auch dort abgelegt werden kann. Und unter Projektbezeichnung könnte ich jetzt noch optional eine kurze Beschreibung des Kostenplans eingeben. Und unter Kostenplanbezeichnung kann ich dann den Titel des Kostenplans erwählen, der später dann auch im Ausdruck in der Kopfzeile erscheinen wird. Da ich mich gerade in der Planungsstufe befinde, wähle ich die Kostenschätzung aus. Und als nächstes können wir dann zwischen Brutto- und Nettoeingabe wählen und den Mehrwertsteuersatz auch wieder ändern. Und dann können wir uns vergewissern, dass wir den aktuellsten Kostenstand haben, und zwar viertes Quartal 2023. Das ist auch der aktuellste, wie wir vorhin festgestellt haben. Und dann ganz wichtig, dass wir uns vergewissern, dass wir auch die richtige Kostengliederung ausgewählt haben, und zwar die aktuellste Fassung der DIN 276, denn das können wir später nicht mehr ändern und müssten von vorne anfangen, sollten wir aus Versehen die ältere DIN ausgewählt haben. So, dann können wir jetzt noch eine Notiz eingeben, ist aber auch optional. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein Gespräch gehabt mit dem Bauherrn. Und vielleicht auch am 21.02. Genau, und wir bleiben jetzt bei der Voreinstellung Vergleichsobjekte nach BKI-Gebäudearten übernehmen und klicken auf Weiter. Gelangen zum nächsten Register Gebäudeart, und hier können wir jetzt die korrekte Gebäudeart wählen, und zwar Büro- und Verwaltungsgebäude mit hohem Standard. Und mit Klick auf Weiter kommen wir jetzt zum Register für die Simulation. Die können wir auch gleich anhaken. Und hier dürfen wir jetzt nämlich unsere Bruttogrundfläche eingeben. Alternativ können wir auch unseren Bruttorauminhalt eingeben oder unsere Nutzungsfläche. Unser Objekt hatte ja 1784 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Das hatte ich ja Ihnen vorhin in der Einzelobjektdokumentation gezeigt in der PDF. Da habe ich jetzt diesen Wert einfach nochmal hergenommen. Und jetzt können wir über diese Schaltflächen, die hier sehen, das ist unsere CAD-Schnittstelle. Jetzt könnten wir, falls wir zum Beispiel in Archicad das schon mal vorgezeichnet haben, jetzt hier unsere Mengen importieren. Das können wir aber auch später nochmal im Kostenplan, und können dann als nächstes unseren Regionalfaktor eingeben. Wir hatten ja gesagt, in Schwerin wird das Büro geplant. Der Faktor 1,062, falls Sie sich erinnern. Alternativ dazu können wir auch einen eigenen Regionalfaktor eingeben. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir in der Grenzregion planen zwischen zwei oder drei Stadtkreisen bzw. Landkreisen, können wir dann den Mittelwert vielleicht sogar errechnen. Zusätzlich dazu können wir dann noch einen weiteren Faktor angeben, vielleicht eine Prognose bis zur Vergabe. Hatten wir ja vorhin 7% genommen, als wir mit den Büchern gearbeitet haben. Ich lasse es jetzt einfach mal leer und gehe auf Weiter und könnte hier jetzt noch meine Baunebenkosten berechnen, und zwar vielleicht 23%. Das hatte ich vorhin Ihnen vergessen zu zeigen. Und zwar hatten wir ja beim Kostensimulationsmodell die Kostengruppe 700 gar nicht behandelt. Hier sind ja automatisch einfach, ist hier eine Zahl gekommen, ohne dass wir einen Kostenkennwert eingegeben haben. Das liegt an der Formel, die dahinterlegt ist. Hier ist man von 25% ausgegangen, kann man aber auch jederzeit ändern. Zum Beispiel 23%, und dann ergeben sich dann die veränderten Kosten dadurch. Genau, das nochmal zur Ergänzung. So, mit Klick auf Erstellen wird dann unser Kostenplan im Hintergrund aufgebaut und somit dann unsere erste fundierte Kostenbasis. Hiermit haben wir jetzt eine Grundauswahl aus den BKI-Objektdatenbanken getroffen, und dazu eine kurze Randinfo. Die Datenbanken des Kostenplaners enthalten eine Auswahl von unseren Datenbanken von über 4000 Objekten. Mit dem Kostenplaner erhalten Sie dann über 1 Million statistischer Kostenkennwerte zu über 130 Gebäudearten. Und genau, jetzt können wir die Oberfläche des Kostenplaners sehen. Und zwar, was ist hier jetzt passiert?
Hier wird eine Basis vom Programm erstellt, und zwar anhand der zuvor ausgewählten Gebäudeart und den Objekten, die dort beinhaltet sind, also den Präferenzobjekten. Und dann in Bezug auf die gerade eben angegebene Bruttogrundfläche von 1784 Quadratmetern. Und genau an dieser Stelle sind wir aber natürlich noch lange nicht fertig, denn wir müssen jetzt den Kostenplan sorgfältig und gewissenhaft durcharbeiten, die Werte plausibilisieren. Aber dafür jetzt zuerst mal eine kurze Übersicht zur Oberfläche des Programms. Hier auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste, die Sie dann auch Schritt für Schritt durch das Bearbeiten Ihres Kostenplans begleitet, wenn Sie das möchten. Und genau, der obere Teil, also hier der mit dem grünen Balken, ist Ihr Kostenplan, in den Sie gleich Ihre Informationen einpflegen können. Und alles, was hier eingetragen wird, kann später dann auch auf Ihrem Ausdruck erscheinen. Und Sie können die Kostengruppen, die Sie hier sehen, jetzt auch auf- oder zuklappen oder eben auch über diesen grünen Balken hier gezielt nach Kostengruppen suchen. Oder auch über das Lupenzeichen direkt nach einer Kostengruppe suchen. Und mit Klick auf das Ergebnis dann auch direkt zu der Kostengruppe gelangen. Also so sind Sie dann schnell unterwegs und finden direkt die richtige Kostengruppe, egal auf welche Art Sie das machen, entweder hier drüber oder über die Struktur oder über die Suche. Und ja, Ihre Angaben können Sie in den Spalten Mengen, Kostenkennwerte und Kosten erfassen oder anpassen. Und ja, der Kostenplaner rechnet von unterer Ebene auf die obere Ebene hoch. Das heißt, sobald hier Werte auf zweiter Ebene stehen, können Sie die erste Ebene dann nicht mehr bearbeiten, weil sich ja alles nach oben gerechnet hat. Und genau, so können Sie sich dann durch Ihren Kostenplan durchschauen und sehen, was für Mengenwerte und Kostenkennwerte hier schon simuliert worden sind. Genau. Im unteren Bereich, der mit der blauen Leiste, befindet sich dann die Datenbank der ausgewählten Vergleichsobjekte. Das wäre dann Ihre sogenannte Stichprobe. Sie können Ihre Stichprobe jederzeit anpassen. Also Sie können Vergleichsobjekte, die nicht zu Ihrem Projekt passen, aus der Stichprobe entfernen. Und dazu wählen Sie dann einfach ein Objekt aus. Ich wähle mal dieses hier, vielleicht direkt das erste. Oder vielleicht gerade das zweite, das passt jetzt von der Bruttogrundfläche gar nicht so wirklich. Vielleicht aber auch direkt das hier mit 8000 Quadratmetern Bruttogrundfläche oder hier ist eins mit 12.000. Dann könnte ich hier das Häkchen rausnehmen. Und jetzt ist das nicht mehr in meiner Stichprobe enthalten. Und wenn Sie hier jetzt beobachten, verändern sich dann auch die statistischen von Mittel- und Bisswerte dadurch. Diesen Schritt können Sie für die einzelnen Kostengruppen dann separat vornehmen. Das heißt, wenn ich nun auf eine andere Kostengruppe klicke, jetzt war ich hier in der 300, vielleicht mache ich das mal in der 310. Ich habe jetzt hier dieses Objekt abgewählt, gehe auf die 320 und dann wäre das Objekt hier wieder aktiv angewählt. Also das können Sie dann für die einzelnen Kostengruppen separat immer auf jeden Fall vornehmen. Sie können ein Objekt auch direkt aus der Statistik rausschmeißen, und zwar, wenn Sie das Objekt, vielleicht bleiben wir hier auf der 300, vielleicht gerade das mit den 12.000 Quadratmetern, statt das einfach nur abzuwählen, können wir das auch direkt aus der Stichprobe entfernen, und zwar mit Klick auf das Wagensymbol hier. Und jetzt ist das Objekt komplett weg, und wir können hier an diesem Wagensymbol neben der Kostengruppenbezeichnung auch nochmal nachvollziehen, dass wir hier die Stichprobe verändert haben. So, jetzt können wir das Ganze auch vielleicht nochmal rückgängig machen, indem wir die Objektauswahl aus einer anderen Kostengruppe kopieren. Und dann die Objektauswahl hier wieder einfügen oder ersetzen sozusagen. Und jetzt haben wir hier wieder unsere alte Stichprobe vorhanden.
Das heißt, wenn wir die Arbeiten in einer Kostengruppe vornehmen, wo wir die Vergleichsobjekte rausnehmen und das Ganze für eine andere Kostengruppe übernehmen können, können wir das einfach durch Rechtsklick, Objektauswahl kopieren und Objektauswahl einfügen. So, um weitere Vergleichsobjekte zur Stichprobe hinzuzufügen, können Sie auf dieses Symbol klicken, womit sich dann ein neues Fenster öffnet, und zwar das Recherchefenster. Hier kann ich dann auf das Register Attributsuche gehen und kann hier aus verschiedenen Kategorien Attribute zum Filtern von Referenzobjekten auswählen. Hier gehe ich jetzt mal vielleicht in der Kategorie Allgemein in den Neubau und dann Gebäudeart Büro und Verwaltungsgebäude. Und mit Klick auf Attribut übernehmen wird dann diese Eingrenzung nach links übernommen und ich kann hier unten sehen, dass ich noch 120 Objekte zur Verfügung stehen habe mit diesem Attribut ausgewählt, und mit Klick auf Suche starten werden mir dann die Objekte hier unten angezeigt, und die könnte ich jetzt mit Klick auf zu ausgewählte Objekte hinzufügen nochmal in die Leiste nach links bringen, die sich hier gleich öffnet, kann hier nochmal überprüfen, vielleicht auch nochmal Objekte rauslöschen und kann dann mit Klick auf ausgewählte Objekte übernehmen dann auch wieder meine Stichprobe entweder ersetzen oder diese Objekte meiner Stichprobe hinzufügen. Ja, das möchte ich jetzt in dem Fall erstmal nicht. Das können wir, wenn wir später noch genug Zeit dafür haben, können wir das vielleicht bei einer spezifischen Kostengruppe mal machen, vielleicht gerade für ein Gründach oder für eine Terrasse. Aber ich würde jetzt erstmal bei den Grundfunktionen bleiben. Und wenn dann später vielleicht auch noch Fragen kommen oder noch Zeit ist, können wir das Ganze dann nochmal für ein bestimmtes Bauteil machen. Ja, für die Vergleichsobjekte erhalten Sie Werte aus den jeweils hinterlegten Kostengruppen, Ausführungsarten, Leistungsbereichen und Positionen, und mit Klick auf eine jeweilige Kostengruppe im Bereich des Kostenplans werden dann im Bereich der Datenbank die jeweiligen Vergleichsobjekte mit ihren jeweiligen Kostenkennwerten zu der jeweiligen Kostengruppe angezeigt. Und das Diagramm hier rechts neben den Kennwerten zeigt nochmal auf einer Skala, wo sich der Kennwert in Bezug auf den statistischen Mittelwert befindet. Der rote Streifen ist der Mittelwert und der jeweils schwarze ist der Kostenkennwert. Und die Werte sehen Sie auch nochmal in Schriftform dann darüber. Jeder niedrigste Wert, der sich aus der Stichprobe gibt, und der oberste und der Mittelwert. Und eben auch mit Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf können Sie Ihre Vergleichsobjekte sortieren, vielleicht mal aufsteigend nach Kostenkennwert oder vielleicht auch mal aufsteigend oder absteigend nach Bruttogrundfläche oder auch nach Kosten sortieren. Und so haben Sie sich dann eine Übersicht verschafft, was für Vergleichsobjekte Sie in der jeweiligen Kostengruppe zur Verfügung stehen haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Kostengruppe den Mittelwert übernehmen möchte oder den Höchstwert, denn der Mittelwert ist hier jetzt 1200, das entspricht ja dann auch hier dem Mittelwert, weil eben durch die Simulation natürlich der Mittelwert übernommen wurde, sollte ich jetzt in dieser Kostengruppe sagen, meine Außenwände haben einen ziemlich hohen Aufwand, dann könnte ich sagen, übernehme ich hier den Höchstwert bzw. den Bisswert mit dem grünen Pfeil. Und Sie sehen, der ist jetzt hier oben angekommen und ist jetzt auch nicht mehr wie die anderen Werte blau, sondern ist jetzt schwarz. Und zwar können Sie daran erkennen, die blauen Werte sind immer die simulierten Werte. Und diesen haben wir jetzt nicht simuliert, sondern übernommen aus der Statistik. Vielleicht runde ich den auch nochmal. Genau. Im rechten Bereich unten können Sie sich Informationen zum jeweils ausgewählten Vergleichsobjekt anzeigen lassen. Gehe ich nochmal auf die Kostengruppe 300, dass wir hier ein paar mehr zur Verfügung stehen haben. Zum Beispiel wähle ich jetzt noch dieses Objekt hier aus und kann hier jetzt mir Fotos und Zeichnungen des Objekts anzeigen lassen. Kann auch mit der Maus drüber gehen, um mir das größer anzeigen zu lassen. Habe dann hier noch eine kleine Objektbeschreibung
Und was ganz wichtig und ganz interessant ist, hier die Beschreibung der jeweiligen Kostengruppe. Das ist immer die Beschreibung der Kostengruppe, die Sie hier oben ausgewählt haben und des Objekts, das Sie hier unten ausgewählt haben. Also gehe ich jetzt auf dieses Objekt, sehen Sie, habe ich hier eine andere Beschreibung. Gehe ich jetzt auf diese Kostengruppe, habe ich hier jetzt wieder eine andere Beschreibung. Also immer für das Objekt und die Kostengruppe, die ausgewählt ist, sehen Sie hier die Beschreibung der Kostengruppe. Und das heißt für Sie, Sie können genau nachrecherchieren, wo Ihr Kostenkennwert herkommt und entscheiden, ob dieser auch letztendlich zu Ihrem Projekt passt. Und im Bereich oben rechts können Sie die Objektdaten zur jeweiligen Kostengruppe eingeben. Zum Beispiel, wenn mir hier der Text aus der Beschreibung der Kostengruppe aus dem Bereich der Datenbank passend erscheint für die Maßnahmen, die ich auch in meinem Projekt habe, dann würde ich den kopieren mit Steuerung C. Und hier oben dann mit Steuerung V könnte ich den dann einfügen. Den Text kann ich aber natürlich auch nochmal anpassen. Hier einfach mal ein Beispiel. Hier kann ich auch noch rumschreiben und auch nochmal was verändern. So, hier haben wir dann noch weitere Register. Zur Beschreibung haben wir auch die Leistungsbereiche. Und die Leistungsbereiche werden nochmal in einem extra Webinar, darauf wird nochmal eingegangen. Das würde ich Ihnen an dieser Stelle empfehlen, weil wir hier einfach die Zeit nicht dazu haben, darauf einzugehen. Ich möchte Ihnen aber mal die Rechenblätter zeigen. Und zwar haben wir vielleicht in der Kostengruppe 330, möchten wir Mengen nochmal berechnen, damit wir das nicht nebenher auf Papier machen müssen. Und zwar können wir hier jetzt unsere Rechnung eingeben, zum Beispiel 27 mal 0,25. Wir müssen es natürlich auch richtig eingeben. Erhalten dann hier unser Ergebnis und wenn wir jetzt das Häkchen setzen, wird dann dieser Wert dann auch hier übernommen. Also das heißt, wenn wir hier am Anfang sind und erstmal nur ein paar Wände aus einem Geschoss nehmen und dann können wir dann auch weitere Rechnungen hier hinzufügen mit dem Plus und können hier dann weitere Rechnungen tätigen und dann würde sich die Summe dann hier eintragen in den Kostenplan und anhand des Rechnersymbols können Sie nachvollziehen, dass Sie hier eine Rechnung getätigt haben. Dann fehlt uns nur noch die Navigationsleiste, die ich noch nicht erläutert hatte, und zwar auf der linken Seite. Und zwar können Sie unter Kostenstand den Baupreisindex nachtragen. Also sollten Sie mal in einem Quartal stecken, wo jetzt der Baupreisindex noch nicht im Kostenplaner hinterlegt ist, können Sie natürlich wie immer auf unsere Webseite gehen, den Baupreisindex nachschlagen und hier in dieser Tabelle nachtragen, und zwar dann vielleicht fürs erste Quartal 2024 hier den jeweiligen Index eingeben, auf Hinzufügen gehen, können den hier nochmal auswählen und abspeichern, dann fragt der Kostenplaner Sie, ob Sie alles umrechnen möchten und dann nach einer kurzen Ladezeit sind dann Ihre Werte auf den neuesten Stand gerechnet. Und hier in der Mitte können Sie nochmal nachvollziehen, auf welchen Kostenstand diese Werte gerechnet sind, ob diese brutto sind und können hier links unten dann nämlich auch nochmal den Regionalfaktor sehen, falls Sie einen Regionalfaktor ausgewählt haben. Genau, wenn Sie mit dem Baupreisindex fertig sind, können Sie dann zur Projektbeschreibung zum Beispiel gehen. Hier können Sie dann projektspezifische Angaben machen. Erstmal vielleicht Ihr Planungsbüro eingeben, vom Bauherrn die Details und dann vielleicht Ihre eigene Projektnummer, eine kurze Beschreibung des Projekts und auch die Adresse davon. Das steht dann auch in Ihrem Ausdruck am Ende. Und auch vielleicht zu Kosteneinflüssen können Sie sich hier nochmal was einfallen lassen, können das natürlich aber auch leer lassen. Das würde dann im Ausdruck erscheinen. Dann haben Sie Ihren Ausdruck auch ein bisschen mit Details gefüllt. Und als nächstes können Sie dann die Navigationsleiste
nutzen. Und zwar für die Mengen der DIN 277. Einmal kurz und einmal lang haben wir hier. Hier können wir das auch nochmal ändern. Und hier könnten wir dann zum Beispiel unsere Mengen wie die Nutzungsfläche eintragen. Hier haben wir vielleicht 1010 Quadratmeter. Die Technikfläche beträgt vielleicht 52 Quadratmeter. Unsere Verkehrsfläche vielleicht 428 Quadratmeter. Da habe ich mich jetzt an dem Beispielobjekt ein bisschen orientiert. Und das kann aber auch nochmal über dieses Rechenblatt getan werden, was ich gerade eben schon im Kostenplan selbst erklärt hatte. Ist auch sehr intuitiv und selbsterklärend. Und dann können Sie auch Mengen nach Regel- und Sonderfall eingeben. Natürlich ist hier auch die Möglichkeit dazu. Und unter Sonstige können Sie dann auch noch zum Beispiel die Grundstücksfläche eingeben, die unbebaute Fläche eingeben. Und hier alle Daten einpflegen, die Sie schon zur Verfügung haben. Vielleicht auch gerade die Nutzeinheiten, wie viele Arbeitsplätze soll das Bürogebäude haben. Ich glaube, unser Projekt hatte 42, das weiß ich gerade noch aus dem Kopf heraus. Und das Ganze können Sie abspeichern und dann in der Navigationsleiste weitergehen. Und zwar unter Importmengen können wir nun den vorhin bei der Anlage vom Kostenplan überschrittenen Arbeitsschritt tätigen. Und zwar mache ich hier mal vielleicht einen Import aus einer IFC-Datei aus Archicad. Wenn ich das in Archicad schon vorbearbeitet habe, wird hier nach kurzer Ladezeit dann das Fenster aufgehen mit dem Mengenimport, wo mir dann nochmal die Mengen angezeigt werden, die ich importieren kann. Die kann ich hier nochmal plausibilisieren, kann diese auch nochmal an- oder abwählen. Und wenn ich hiermit zufrieden bin, dann kann ich auf ausgewählte Mengen importieren gehen. Und nach einer kurzen Ladezeit haben sich dann hier die Werte aktualisiert. Sie sehen das jetzt, das sind grüne hinterlegte Werte, also grün für importierte und blau für simulierte und schwarz für selbst eingetragene oder errechnete Werte. Wie auch hier in dem Rechenblatt, auch dieser Wert ist dann schwarz. Und so können Sie jederzeit nachvollziehen, was hier eigentlich passiert ist. Und was dann vielleicht auch nochmal ganz gut ist, ist das Änderungsprotokoll, was Sie hier im oberen rechten Bereich finden, das Protokoll. Hier können Sie dann jederzeit nochmal nachvollziehen, wieso ist mein Wert hier schwarz und nicht blau, was habe ich denn hier gemacht, war das aus Versehen, war es Absicht, dann können Sie hier genau sehen, an welchem Tag und um welche Uhrzeit Sie was geändert haben, um hier auch vielleicht Fehler zu vermeiden oder was Kollegen vielleicht eingetragen haben, das nochmal nachzuvollziehen. Ja, unter dem nächsten Schritt in der Navigationsleiste, und zwar Export, haben Sie die Möglichkeit, einzelne Elemente Ihres Kostenplans oder Ihren Kostenplan selbst über die GAP-Schnittstelle zu exportieren, um diese dann in Ihr ABAP-Programm zu laden. Und unter dem Abschnitt Anwenderunterstützung finden Sie Hilfestellung in Form von unserem kontextsensitiven Bildkommentar, also unserem BKI-Bildkommentar, den Sie für jede Kostengruppe einzeln aufrufen können. Und es gibt hier nochmal drei unterschiedliche Kostenpläne. Jetzt suche ich sie gerade genau. Hier sind sie nämlich zugeklappt, die Sie auch nochmal studieren können. Einfach mal als Beispiel. Dann gibt es natürlich auch ein kontextsensitives Hilfemenü, in dem Sie auch nach Stichworten suchen können. Und dann ein Handbuch gibt es dazu auch noch. Und genau, hier können Sie nochmal vielleicht nachsehen, wie Sie den Baupreisindex aktualisieren. Und hier gibt es dann auch nochmal Videos, Themenvideos und Einführungsvideos und Links zu unseren Seminaren auf unserer Webseite. Und ja, bevor wir jetzt uns mit diesem Ergebnis natürlich zufrieden geben, sollten wir natürlich alle Kostengruppen durchgehen und die Werte plausibilisieren und anpassen. Ich gehe dazu beispielsweise mal in die Kostengruppe 310. Hier weiß ich mittlerweile schon meine Menge der Baugrube und
überschreibe den simulierten bzw. ja, simuliert und nicht importiert, den simulierten Mengenwert mit meiner eigentlichen Menge, und zwar waren das 1000 Kubikmeter. Und dann überprüfe ich meinen Kostenkennwert nochmal. Dieser scheint mir hier recht hoch zu sein, daher plausibilisiere ich ihn anhand der Stichprobe. In der Stichprobe sehe ich jetzt Referenzobjekte mit sehr hohen Kosten und möchte mir diese genauer anschauen. Und wie schon gesagt, mit Klick auf das jeweilige Objekt kann ich dann hier nicht nur die Objektbeschreibung mir anschauen, sondern auch die Beschreibung der Kostengruppe. Kann mir die jeweils durchlesen für das jeweilige Objekt oder den Kostenkennwert mit der Menge auch abgleichen und vom Gefühl her sagen, dass mir dieser Kostenkennwert nicht passend erscheint zum Beispiel, und das Objekt dann auch aus der Stichprobe nehmen für diese Kostengruppe, wodurch sich dann auch meine Kostenkennwerte verändern. Zum Beispiel haben wir hier einen Kabelgrabenaushub, Rohrgrabenaushub. Das haben wir hier in dem Lagermaterial. Ja, wir könnten sagen, also diese zwei Objekte möchten wir mal rausnehmen. Wir schauen uns mal dieses hier an. Wir könnten auch das abwählen, das auch einen sehr hohen Kostenkennwert hat. Bei manchen Objekten ist es ganz vorteilhaft, da sehen Sie nämlich hier farblich hinterlegte Wörter, und das sind dann möglicherweise kostensteigernd oder kostenmindernde Maßnahmen, die hier passiert sind. Und zwar zum Beispiel der Pumpensumpf war hier kostensteigernd möglicherweise. Also rot hinterlegte Wörter sind kostensteigernd gewesen möglicherweise, und blau hinterlegte Wörter sind kostenmindernd gewesen. Und auch hier sehen wir nochmal Baugruben für Bauwasserhaltung. Auch das können wir hier abwählen. Und hier sehen wir auch direkt wieder die rot hinterlegten, die Trägerbohlenwand, Wasserhaltung, auch wieder Grundwasserabsenkungsanlage. Auch das könnten wir mal abwählen. In den Pumpensumpf eigentlich auch. Und somit sehen wir auch schon, dass ja gerade die teureren Objekte hier gar nicht passen, aber auch alle vieles gemeinsam haben, was wir dann auch direkt sehen, das passt tatsächlich alles nicht so ganz. Und ja, wenn wir uns dann hier durchgearbeitet haben, von allem die Kostengruppenbeschreibungen durchgelesen haben und das Ganze plausibilisiert haben, können wir natürlich den Mengenwert anpassen. Ich übernehme jetzt den Mittelwert mit dem grünen Pfeil, runde den vielleicht auch nochmal und schaue mir jetzt meine nächste Kostengruppe mal an, die 320 Gründung. Hier habe ich jetzt einen Mengenwert von 420 Quadratmetern. Jetzt weiß ich es mittlerweile besser, weil ich vielleicht schon meine Pläne gezeichnet habe, und jetzt brauche ich mich nicht mehr auf die Simulation verlassen. Hier schaue ich mir vielleicht nochmal die Objektbeschreibung an. Hier haben wir ein sehr teures Objekt. Und auch hier, diese würden wir vielleicht als Ausreißer auch einfach mal herausnehmen aus der Statistik. Und können sagen, auch hier übernehmen wir dann den mittleren Wert. Runden auch den nochmal und gehen zur nächsten Kostengruppe über, Kostengruppe 330 Außenwände. Hier habe ich ja vorhin mit dem Rechenblatt kurz gezeigt, was es damit auf sich hat. Mein eigentlicher Mengenwert beträgt hier 1920 Quadratmeter. Und die simulierte Menge hatte mal betragen hatte am Anfang 1200. Ich hatte dann einen Kostenkennwert übernommen, um ihm zu zeigen, wie so ein Kostenkennwert übernommen wird. Und überprüfe jetzt auch nochmal wieder die Objekte. Hier zum Beispiel haben wir Alufensterelemente, Aluposten, Riegelfassade. Das
wird es bei uns nicht geben. Auch hier wieder schauen wir uns nochmal die Objekte an. Auch das können wir wieder abwählen. Und auch das Objekt hier. Dann übernehme ich auch hier wieder den Mittelwert. Und bei den Innenwänden, Kostengruppe 340, habe ich einen Mengenwert von 1370. Da war die Simulation schon sehr nah an der Realität. Und auch hier schaue ich mir nochmal meine Stichprobe an. Und ja, mit der Zeit, je mehr man in den Planungsbüros arbeitet und je mehr Bauten man begleitet, desto eher bekommt man hier dann auch ein Gefühl für die richtigen Objekte. Also auch da können Sie sich natürlich bei Ihren Kollegen dann auch orientieren, was die dazu sagen, auf jeden Fall. Wenn das jetzt für Sie ein bisschen schwierig erscheint, ich finde es auch nicht immer sehr einfach, aber genau deswegen haben wir jetzt seit diesem Jahr diese Neuheit eingeführt, dass die möglicherweise kostenmindernd oder kostensteigernden Elemente hier hervorgehoben sind, dass man hier nochmal direkt Blick darauf hat, was hier bei den Kostengruppen Beschreibungen vielleicht den Wert in die Höhe getrieben haben könnte. Und auch hier können wir nochmal sortieren und uns gerade die teureren Objekte nochmal anschauen. Ganzglastüren werden wir nicht haben. Hier ist auch wieder Aluglastürelement. Und das wollte ich jetzt. Genau, das wollte ich angewählt haben. Und dann würde ich auch hier wieder den mittleren Kennwert übernehmen. Kostengruppe 340. So, Kostengruppe 350 haben wir einen Mengenwert von 1250 und schauen uns auch hier vielleicht wieder die Ausreißer an. Was ist hier? Hier Stahlwangentreppe. Okay, was gibt es hier? Doppelboden-Installationskanäle. Die beiden können wir schon mal abwählen. Und dann würde ich sagen, auch hier übernehmen wir dann den Mittelwert, wenn wir uns alle Objekte natürlich durchgelesen haben, was jetzt für dieses Webinar natürlich zu lange dauern würde. Und bei der Kostengruppe 360, also bei unseren Dächern, haben wir einen Mengenwert von 450 Quadratmetern. Und auch hier schauen wir uns mal diese Ausreißerobjekte vielleicht an. Dachbegrünung hat jetzt unser Objekt nicht, wäre aber ein schönes Attribut, nach dem wir nachher filtern könnten, falls wir dazu noch Zeit haben. Holzflachdach, das schalten wir mal aus. Noch das noch und hier haben wir eine Dachbegrünung, was wir jetzt eigentlich in unserem eigentlichen Objekt nicht haben. Aber auch hier sage ich, jetzt übernehme ich mal hier den Kostenkennwert. Und jetzt habe ich eigentlich soweit meine Kostengruppen der 300, also der Baukonstruktion, durchgearbeitet. Könnte jetzt nochmal in die Kostengruppe 400 gehen. Und bei der Kostengruppe 410 haben wir einen Wert von 90. Das erscheint mir ganz in Ordnung, dieser Wert bei den Wärmeversorgungsanlagen. Soweit eigentlich auch. Wie gesagt, vorhin bei der Aufgabe für das Fachbuch hatten wir ja die Mengen auch nicht simulieren müssen, da wir ja die auf der BGF basiert hatten. Und deswegen müssen wir hier keine Mengen mehr eingeben und können uns direkt auf die Kostenkennwerte konzentrieren. Und können hier bei den raumlufttechnischen Anlagen vielleicht noch eine Anpassung machen. Sieht aber eigentlich auch alles soweit ganz gut aus.
Wir sind jetzt aber auch schon bei 5:45. Vielleicht würde ich das hier an dieser Stelle dann mit den Kostengruppen beenden. Wenn Sie da Fragen haben, haben Sie ja Ihre Kollegen oder auch unsere Fachhotline, wo Sie da auch nochmal Fragen stellen können natürlich. Aber für dieses Webinar würde es jetzt ein bisschen zu lange dauern. Selbstverständlich können Sie Ihren Kostenplan zum Schluss ausdrucken oder exportieren. Dazu öffne ich vielleicht mal einen Beispielkostenplan, vielleicht einen, der halt auch vollkommen ausgefüllt ist, nicht so wie der, den wir jetzt halb ausgefüllt hinterlassen, damit Sie sich einfach mal ein Bild machen können davon, wie so ein Ausdruck aussehen könnte. Und zwar gehe ich hier auf das Druckersymbol. Wir hatten gesagt, wir machen eine Kostenschätzung. Das kann ich dann hier auswählen. Falls ich einen Kostenrahmen erstmal nur mache oder eine Kostenberechnung, kann ich hier die verschiedenen Druckformate auswählen, kann aber auch mein eigenes zusammenstellen. Bleibe jetzt einfach mal bei der vorgefertigten Version der Kostenschätzung und gehe hier rechts auf die Vorschau. Das lädt beim ersten Mal immer ein bisschen, bis der sich alle Daten zusammengesammelt hat. Beim zweiten Mal geht es aber definitiv schon viel schneller. Hier sehe ich jetzt schon mal die erste Seite, bevor sich das Ganze vollständig aufgebaut hat. Und zwar habe ich hier meine Projektbezeichnung stehen und auch die Adresse des Projekts. Und jetzt hat sich alles fertig aufgebaut. Das heißt, ich kann jetzt zu der Kostenaufstellung gehen. Vielleicht auch hier in der Navigationsleiste kann ich direkt dazu navigieren. Und hier sehe ich jetzt, hier habe ich bei jeder Kostengruppe ausführlichst meine Kostengruppenbeschreibung eingepflegt und kann hier jetzt den jeweiligen Mengenwert, den Kostenkennwert und die Kosten nochmal dazu sehen und kann das Ganze ausdrucken und meinem Bauherrn vorlegen. Falls der Bauherr wissen möchte, worauf meine Kostenschätzung basiert, kann ich ihm natürlich auch sagen, ich habe hier diese Objekte als Referenz genommen, zum Beispiel dieses Objekt möchte ich Ihnen zeigen, dann kann ich hier auf den Objektkatalog klicken und kann mir hier dann die PDF des jeweiligen Objekts anzeigen lassen und auch dazu ausdrucken, damit er schauen kann, was für Referenzgebäude habe ich hier überhaupt genommen. So, dann würde ich zum Schluss noch kurz den IFC-Mengenermittler zeigen. Dazu gehe ich in die Navigationsleiste. Und zwar IFC-Datei öffnen. Da habe ich direkt auch eine vorbereitet für das Webinar. Das dauert jetzt vielleicht einen kleinen Moment, bis sich das geladen hat. Dann schaue ich, ob ich jetzt Fragen beantworten kann in der Zwischenzeit. Auf Ihre Fragen werde ich definitiv eingehen, auch wenn ich es hier im Webinar nicht mehr schaffe. Schreibe ich Ihnen auf jeden Fall eine E-Mail, denn ich habe ja Ihre E-Mail-Adresse. Die ist ja bei uns hinterlegt, dadurch, dass Sie sich angemeldet haben. Es kamen keine neuen Fragen dazu, soweit ich das sehen kann. Doch, hier, wo findet man die Excel-Tabelle? Die gibt es auf unserer Webseite. Vielleicht geben Sie hier in der Suche einfach Kostensimulationsmodell ein. Wenn Sie es nicht finden, rufen Sie an, schreiben Sie mir eine E-Mail. Dann schicke ich es Ihnen auch gerne zu. Die ausgefüllte Excel-Tabelle kann ich natürlich auch mitschicken. Jeden, der sie gerne haben möchte, einfach melden. Und in der Zwischenzeit hat sich jetzt auch der Mengenermittler so langsam geöffnet und lädt die Datei. Gibt es noch weitere Fragen vielleicht? Hier ist eine sehr lange Frage, die ich jetzt vielleicht im Anschluss lesen werde und dann per E-Mail beantworten werde. So, das Objekt ist jetzt offen und sieht nicht erwartungsgemäß aus. Vielleicht habe ich hier die falsche Datei erwischt. Das kann natürlich sein. Soll jetzt aber nicht zum Nachteil werden in diesem Webinar, denn auch zu dem Mengenermittler gibt es ein extra Webinar, das Sie sich auf der Webseite anschauen können. Vielleicht versuche ich es mal mit einer anderen Datei.
Und wo Sie das Webinar finden, kann ich Ihnen in der Zwischenzeit natürlich zeigen. Und zwar, wenn Sie auf bki.de auf Seminare zur Kostenplanung gehen, finden Sie dann hier dann die Rubrik kostenfreie Webinare, wo Sie sich hier entweder dazu anmelden können oder auf mehr Informationen gehen können. Und dann sehen Sie bei den Terminen nämlich auch einen Link zur Anmeldung, können Sie sich anmelden, und die Aufzeichnung dazu finden Sie dann auch. Und zwar nicht hier. Unsere Webseite ist neu seit ein paar Wochen. Deswegen muss ich auch erstmal mich zurechtfinden, und zwar hier Videoaufzeichnungen. Also nochmal, Sie gehen hier auf Seminare, Kostenplanung, gelangen zu dieser Seite, und dann hier bei Videoaufzeichnungen gelangen Sie zur Übersicht der verschiedenen Webinare, zu den Grundfunktionen, das ist so ähnlich wie das Webinar heute, nur kürzer, zu den Schnittstellen und BIM-Funktionen, die Attributsuche und die Ausführungsarten, zu allen Neuheiten, und dann gibt es für unsere Österreich-Kunden natürlich auch noch ein extra Webinar, und hier zum Mengenermittler gibt es ein ausführliches Webinar, das Sie sich anschauen können, falls ich es zeitlich heute nicht mehr schaffe, Ihnen alles vorzustellen. Definitiv können Sie sich dieses Webinar anschauen. Hier gibt es sogar zwei Aufzeichnungen. Und ja, jetzt hat sich dieses Objekt geladen. Das ist sehr schön. Es sieht auch viel besser aus als das andere. Da hatte ich einfach die falsche Datei erwischt. Und zwar haben wir jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Also gehe ich jetzt mal auf das Register DIN 276 und kann hier einzelne Bauteile nach Kostengruppen zuordnen. Ich wähle mal vielleicht nicht das gesamte Gebäude aus, das würde vielleicht ein bisschen zu lange dauern, sondern zeige Ihnen das Prinzip einfach mal am Beispiel einer Außenwand, vielleicht direkt diese hier. Wähle mal die aus und klicke auf die Schaltfläche Berechnen hier oben in der Menüleiste. Jetzt wird hier im Hintergrund die Menge berechnet. Die sehen wir dann auch gleich hier in der Strukturleiste. Genau, hier sehen wir jetzt die Mengenangaben dazu. Und jetzt, wenn ich alle Wände natürlich ausgerechnet habe, also alle Mengen der Wände ausgerechnet habe, kann ich diese Menge dann den jeweiligen Kostengruppen zuordnen. Das geht entweder automatisch, also der EFC-Mengenermittler erkennt, dass hier ist eine Außenwand, und er weiß, Außenwände gehören in die Kostengruppe 330 bzw. 331. Und wenn ich jetzt sage, automatisch zuordnen in der Menüleiste, wird nach kurzer Ladezeit diese Wand und somit die Menge dieser Wand der Kostengruppe, der korrekten Kostengruppe zugeordnet. Das habe ich jetzt hier gesehen. Und zwar, das ist hier jetzt die Wand, die ich hier ausgewählt habe. Und dieser Wand ist jetzt die Kostengruppe 331 zugeordnet. Das hat er jetzt automatisch gemacht. Falls er manche Bauteile nicht erkennt, es kann ja auch sein, dass es Sonderbauteile gibt, dann kann ich das auch manuell machen. Zum Beispiel führe ich das jetzt mal an dieser Wand hier vor. Und zwar sage ich, diese Wand gehört auch zur Kostengruppe 331. Dann nehme ich mir die Kostengruppe 331 aus dem Fenster der DIN 276 und kann die einfach per Drag and Drop rüber zu dem Bauteil ziehen, dem also zuweisen, und nach kurzer Ladezeit erscheint dann auch hier Kostengruppe 331. Und jetzt haben wir hier ein anderes Symbol angezeigt, und zwar ein grünes mit einem Häkchen. Und jetzt können wir unterscheiden, das haben wir manuell zugeordnet, und das hier mit dem A ist automatisch zugeordnet worden. Genau, wenn ich dann alle Wände und alle Bauteile berechnet und zugeordnet habe, was jetzt zu lange dauern würde für das Webinar, deswegen mache ich das einfach wirklich nur an dem Prinzip dieser zwei Wände oder dieser einen Wand. Dann kann ich diese Mengen nämlich in den Kostenplaner übertragen, und zwar mit Klick auf die Schaltfläche Mengen aktualisieren. Bestätige das Ganze nochmal, und nach kurzer Ladezeit fragt er mich dann wahrscheinlich, welchen Kostenplan ich mit diesem IFC-Modell verknüpfen möchte. Dann kommt hier ein Fenster, weil es kann sein, dass ich mehrere Kostenpläne geöffnet habe. Und dann ist es ganz praktisch, dass ich dann nochmal auswählen kann, welcher Kostenplan hier gemeint ist. Und zwar habe ich nämlich auch zwei auf, diesen Musterkostenplan und dann meinen eigentlichen Kostenplan. Den wähle ich jetzt aus, den haben wir ja vorhin bearbeitet. Und komme jetzt zurück zum Kostenplaner und zum Fenster des Mengenimports. Und kann hier nochmal sehen, welche Kostengruppen mit Mengen hier übertragen werden können.
Und wenn ich jetzt auf ausgewählte Mengen importieren gehe, werden nach kurzer Ladezeit, da muss ich zum richtigen Kostenplan gehen, die Mengen dann hier übertragen und werden dann auch wieder in grün angezeigt. So, das Ganze kann ich nicht nur mit Bauteilen machen, sondern auch mit Räumen. Das ist bei der DIN 277 nämlich. Hier werden mir die Räume angezeigt. Und zum Beispiel kann ich diese jetzt noch automatisch zuordnen und berechnen. Zum Beispiel könnte ich sagen, das hier, das sieht aus wie mein Flur. Den möchte ich zur Verkehrsfläche zuordnen. Wähle hier beim Raumflächentyp nämlich die Verkehrsfläche aus, gehe auf Zuordnen. Und jetzt ändert sich die Farbe, und zwar ist es jetzt grün. Und zwar ist blau steht für die Nutzungsfläche, grün steht für die Verkehrsfläche. Und falls wir einen Technikraum haben, vielleicht dieser hier, wenn ich diesen der Technikfläche zuordne, dann wird dieser gleich gelb angezeigt. Wenn ich jetzt alle meine Räume korrekt zugeordnet habe, was der Mengenermittler für mich vielleicht schon automatisch gemacht hat, oder wenn ich das händisch gemacht habe. Sobald das alles gemacht ist, kann ich das dann wieder berechnen und kann dann mir nochmal alles anzeigen lassen. Und auch hier gleich wie im Register DIN 276 kann ich dann auf die Schaltfläche Mengen importieren gehen und kann das Ganze dann in den Kostenplan einpflegen. Und das Ganze kommt dann im Kostenplan nämlich hier an, in dem Fenster, in dem wir vorhin schon waren, zwar Nutzungsfläche, Technikfläche, Verkehrsfläche, Bruttorauminhalt wird dann auch mit übertragen, die Nettoraumfläche und so weiter. Und das wird dann alles hier übertragen, dauert jetzt aber für das Webinar ein bisschen zu lang. Wir haben noch 2 Minuten. Kann ich vielleicht noch auf Fragen eingehen, möchte Sie aber zunächst dazu einladen, unseren Kostenplaner selbst auszuprobieren. Und auch unseren IFC-Mengenermittler. Sie erhalten für beides eine 6-monatige Studentenlizenz, wenn Sie uns Ihre Immatrikulationsbescheinigung zuschicken. Dazu brauchen wir dann aber auch Ihre Anwendernummer, die Sie innerhalb des Programms finden. Und erhalten dann von uns die Freischaltnummer. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal auf Fragen ein. Die langen Fragen würde ich dann per E-Mail beantworten. Ich gehe jetzt auf die etwas kürzeren ein. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden, weil wir jetzt wirklich nur noch 2 Minuten haben. Und zwar, wo können wir die Simulation erhalten? Die kann ich Ihnen gerne zuschicken. Falls Sie den Kostenplan meinen oder die ausgefüllte Excel von vorhin, kann ich Ihnen gerne zuschicken. Sagen Sie mir nur einfach Bescheid. Und dann man benötigt ja, wenn man eine Studentenlizenz bekommt, für den Kostenplaner eine Anwendernummer. Wo finde ich diese? Also im Kostenplaner auf der Startseite finden Sie hier oben, wenn dieser noch nicht freigeschalten ist, einen Link. Ich glaube, er heißt Freischaltung oder Freischaltung anfordern. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Ihre Anwendernummer steht. Alternativ dazu können Sie aber auch in einem geöffneten Kostenplan in das Menü Hilfe gehen, auf Freischaltung anfordern gehen und auch hier steht dann Ihre Anwendernummer, die wir benötigen, um eine Freischaltnummer für Sie zu generieren. Was haben wir noch? Woher kommen die Bodenrichtwerte für Grundstücke? Genau, die hatte ich vorhin erwähnt, dass ich die im Kostenplaner noch kurz vorstellen möchte. Das hatte ich vorhin ganz am Anfang erwähnt, da haben Sie ein gutes Gedächtnis oder gerade das hatte Sie interessiert. Und zwar gehe ich jetzt hier auf die Kostengruppe 100 und habe hier unten einen Link, der nennt sich Boris D, also kurz für Bodenrichtwertinformationssystem Deutschland. Wenn ich darauf klicke, gelange ich nämlich zur Webseite von eben diesem Informationssystem. Hier kann ich jetzt einen Ort oder eine Postleitzahl angeben, zum Beispiel hier in Frankfurt. Kann ich jetzt schauen für die verschiedenen Grundstücke, vielleicht gerade für dieses hier. Das hatte ich für ein anderes Webinar benutzt, deswegen konnte ich hier sehr schnell hin navigieren. Hier beträgt der Kostenkennwert 1200 für dieses Wohngebiet hier. Diesen Kostenkennwert kann ich dann bei meinem Grundstück eingeben und habe dann somit meine Grundstückskosten geschätzt.
Hier aber wirklich nochmal die Anmerkung, das sind nur Orientierungswerte und sind auf keinen Fall die realen Werte des Grundstücks und sind nur erstmal für diese Schätzung von Vorteil. Genau. Es gibt nämlich Gutachterausschüsse, die diese Grundstückswerte beschließen. Und die Grundstückswerte werden dann von den einzelnen Bundesländern veröffentlicht und von BORIS-D, also von dem Bodenrichtwertinformationssystem, dann nochmal vereinheitlicht für die Bundesländer. Und dann eben online gestellt. Genau. Da haben Sie ein gutes Gedächtnis gehabt, dass ich das noch vorstellen wollte. Und jetzt sind wir schon über der Zeit und die restlichen Fragen beantworte ich dann gerne per E-Mail. Und wenn Sie weitere Fragen haben, immer gerne E-Mails zurückschreiben oder unsere Kostenplaner Hotline anrufen. Die Nummer dazu finden Sie auf unserer Webseite. Hier einfach klappen Sie rechts Kontaktlasche auf und hier bei Hotlines finden Sie dann die Telefonnummer, unter der Sie uns jederzeit erreichen können oder die E-Mail-Adresse. Und ja, jetzt habe ich fast alles geschafft, soweit, bis auf ein paar Fragen. Und die erweiterte Attributsuche, die Sie aber auch in einem anderen Webinar nochmal sich anschauen können. Und zwar hier aktualisierte Attributsuche. Das habe ich jetzt heute nicht mehr geschafft, aber hier ist nochmal eine detaillierte Anleitung dazu. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende angelangt und ich wünsche Ihnen dann jetzt noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns ja mal wieder in der Hotline, im Seminar, auf der Messe oder wo auch immer. Und dann alles Gute von mir und dann noch einen schönen Abend und bis bald.